Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Heute zwischen Bühne und Büro. Los geht's. Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Hacks und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr herzlich zu 103. Das klingt immer noch für mich so komisch. 103. Episode des Schlagabtauschs mit mir, Tim Wickenroth, und meinem lieben Freund und Kollegen Dirk Brandt, der heute in einer anderen Umgebung sitzt, ausnahmsweise nicht im Hotel, nicht in seinem Büro, es sei denn, sein Büro sieht eigentlich so aus, weil er es mal aufgeräumt hat, aber sieht eher nach seinem Studio aus. Hallo Dirk. Ja, schönen guten Morgen Timo, schönen guten Morgen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wie du richtig gesehen hast, ich bin bei mir im Schlagzeugstudio und freue mich auf die Dinge, die da kommen und bin gespannt auf den heutigen Rundown, weil wir haben ja doch so einiges im Programm heute. Ja, heute können wir nicht so lange smalltalken, denn es ist ein vollstes Programm und das hier erwartet euch. Vollstes Programm, geil. Bam. Wir haben ein paar Gewinnspiele für euch. Einerseits ziehen wir heute den Gewinner oder die Gewinnerin des Biodynamics-Gewinnspiel und es gibt schon wieder etwas Neues zu gewinnen. Im Interview haben wir den Juristen Professor Asterix Westphal, mit dem wir hauptsächlich heute über Vertragsrecht und etwas Urheberrecht sprechen werden. Der Dirk hat diesmal sage und schreibe zwei Gearchecks für euch. Einerseits geht es nochmal um die Snare Drum von Drum Legacy und das Snare Care Set von Musik Wein. Wir haben ein Hörerfeedback, beziehungsweise zwei Hörerfeedbacks. Eines erreicht uns heute noch ganz kurzfristig. Und wie üblich die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Ja, das ist eine Menge. Deswegen verlieren wir uns jetzt auch nicht im Smalltalk, denn so viel haben wir auch noch gar nicht zu bereden, denn Dirks Auto ist, glaube ich, immer noch in Reparatur oder... Ist immer noch kaputt. Genau, der Running Gag. Ich weiß nicht, ob das morgen noch jemals wiederbekommt. Boah, ich hoffe doch. Wir werden sehen. Wo wir auf jeden Fall gerne nochmal drauf aufmerksam machen, ist unser Schlagabtausch Drum Camp nächstes Jahr vom 12. bis 13. April, das sich gut füllt. Wenn ihr mitmachen wollt in einer wunderbaren Atmosphäre mit lockeren Menschen und einfach netten Menschen, weil Trommlerinnen und Trommler sind eigentlich sowieso immer nette Menschen, das muss man eigentlich gar nicht extra erwähnen. 12. 13. April, unser Schlagabtausch Drumcamp in Hörkranzhausen. Wer sich dazu anmelden möchte oder weitere Informationen auch haben möchte, der schreibt uns bitte eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dann treten wir mit euch oder dir oder wem auch immer in Verbindung und dann, ja, sollte das Ganze laufen. Aber jetzt kommen wir zu was Besonderem, denn wir haben unser Biodynamik-Gewinnspiel, was ja jetzt auch ausgelaufen ist. Einsendeschluss war der 30. November und wir hatten natürlich Einsendungen für dieses tolle Produkt. Und ich sage nochmal hier die Specs, was ihr überhaupt gewinnen könnt, wenn ihr mitgemacht habt. Und zwar einen Biodynamik DT1770 Pro für Mixing, Mastering und Monitoring mit der Tesla 2.0 Technologie. Ein geschlossener und ohrumschließender, dynamischer Kopfhörer mit ganz, ganz tollen Features. Auch leicht zu tragen mit Kabel 440 Gramm, ohne Kabel 376 Gramm. Umfangreiches Zubehörpaket für stolze 429 Euro. Und einer von euch da draußen wird jetzt diesen wahnsinnigen geilen Kopfhörer gewinnen. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Ich habe nicht so einen geilen Kopfhörer, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Mir fällt auch so ein bisschen die Kinnlade runter. Von daher total klasse von Biodynamik, dass ihr dies möglich macht. Aber ich habe ja auch mitgemacht beim Gewinnspiel. Ach, ich auch.
Nee, du nicht, von dir habe ich keine richtigen Antworten erhalten. Vielleicht lösen wir nochmal die Fragen auf. Die Frage war, seit wann gibt es Biodynamics? Es ist also seit 100 Jahren, das hatten wir mal in einem Ticker erwähnt. Genau. Und die zweite Frage war, welches unser erfolgreichste, meistgehörteste Podcast-Folge? Und das war die Folge 39 mit Ventor. Und natürlich haben alle richtig geantwortet, die uns geschrieben haben, logischerweise. Und wir verlosen jetzt und Dirk, du darfst jetzt einen Trommelwirbel spielen. Boah, warte mal, den kann ich sogar machen. Boah. Vielleicht hört man das so. Ja, wir benutzen hier keine Samples, wir machen alles in echt. Ein Trommelwirbel und der Gewinner oder die Gewinnerin ist der Marc. Herzlichen Glückwunsch. Nachnamen dürfen nicht verraten, aus Datenschutzgründen, aber wir haben alle Daten von dir. Lieber Marc, herzlichen Glückwunsch zu diesem wahnsinnig tollen Gewinn. Also wie gesagt, Dirk und ich sind schon ein bisschen neidisch. Du wirst natürlich auch noch von uns persönlich benachrichtigt per E-Mail und bekommst dann diesen Biodynamic-Kopfhörer direkt aus der Zentrale von Biodynamic zugeschickt. Also, super, super, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Mega. Denn wir haben ja schon wieder ein neues Gewinnspiel. Und zwar geht es hier um ein Buch. Davon werden 3 Exemplare verlost. Und zwar ist es das Buch 99 Licks for the Modern Drummer von dem Autor, Schlagzeuger, Produzenten, Tontechniker Rico Horber. Er verlost hier in unserem Podcast 3 Exemplare seines Buches. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich mal wieder Fragen zu beantworten. Und wir müssen natürlich das Niveau steigern. Wir haben jetzt 3 Fragen. Und diese Fragen lauten: Aus welchem Land kommt der Autor Rico Horber? Zweitens, wie viele Seiten hat das Buch 99 Licks for the Modern Drummer? Und drittens, in welchem Schlagabtausch-Ticker hat Dirk das Buch bereits vorgestellt? Die richtigen Antworten schickt ihr bitte an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Der Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2024 und wie üblich ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Also macht fleißig mit. Nicht traurig sein, wenn ihr jetzt keinen Kopfhörer gewonnen habt, denn ihr könnt jetzt ein tolles Buch gewinnen und die Wahrscheinlichkeit steigt, weil es werden direkt 3 Exemplare rausgehauen. Also macht mit beim Gewinnspiel 99 Licks for the Modern Drummer von Rico Horber. Wir wünschen euch viel Erfolg und freuen uns auf eure Einsendungen. Viel Erfolg! Unser heutiger Gast im Schlagabtausch-Podcast ist Professor Asterix Westphal. Seit fast 4 Jahrzehnten ist er aktiver Musiker, Schlagzeuger selbstverständlich, während er gleichzeitig eine beeindruckende Karriere als Rechtsanwalt und Dozent im Medien- und Musikrecht aufgebaut hat. Asterix Westphal begann seine berufliche Laufbahn als freier Journalist für Musik und Kultur, bevor er sich dem Studium der Rechtswissenschaften widmete. Mit Stationen bei renommierten Unternehmen wie Sony BMG und der Zusammenarbeit mit dem berühmten Filmkomponisten Hans Zimmer in Hollywood sammelte er praktische internationale Erfahrungen, die er seit 2006 in seiner eigenen Kanzlei in Berlin einsetzt. Zusätzlich teilt er sein Wissen als Professor und Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg sowie anderen Hochschulen. In diesem Interview sprechen wir mit ihm über seine doppelte Leidenschaft für Musik und Recht, das Urheberrecht, die Herausforderungen moderner Vertragsgestaltung in der Musikindustrie und welche Tipps er Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger mit auf den Weg geben kann, sei es in kreativer oder rechtlicher Hinsicht. Freut euch auf einen spannenden Einblick in die Welt zwischen Bühne und Büro. Und uns gegenüber jetzt via Zoom sitzt der Asterix Westphal. Und da sage ich erstmal herzlich willkommen, Asterix, in unserem Podcast Schlagertop. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wissen, du bist busy und die Uhrzeit ist dank Dirk nicht ganz so früh, aber immer noch früh genug. Wir haben einen schönen Donnerstagvormittag. Aber was laber ich hier einfach weiter? Herzlich willkommen, Asterix. Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, dass ich mit 2 so super Trommlern meinen Vormittag verbringen darf oder zumindest in den Tag starten kann. Mitunter starten die Tage auch an so einem Donnerstag vielleicht leicht anders. Freue mich sehr darüber. Vielen Dank für die Einladung. Klasse. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Asterix, dass du bei uns im Podcast Rede und Antwort stehst mit einem
Thema oder über ein Thema, das, glaube ich, alle doch sehr interessieren müsste. Und ich sage direkt aber vorweg, alles, was jetzt gesagt wird, hat keine Rechtsverbindlichkeit. Wir machen jetzt hier keine Rechtsberatung, auch wenn wir viele Dinge ansprechen werden, die mit Verträgen zu tun haben, mit Urheberrecht und so weiter und so fort. Aber wer dann wirklich Bedarf hat, der nimmt sich bitte wirklich einen Fachanwalt, weil es ist natürlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt keine Blaupause für sowas. Gerade in diesem Urheberrecht ist es so eine absolute Grauzone. Also Vorsicht da draußen. Hier findet keine Rechtsberatung statt, aber ihr bekommt so einen Eindruck, wie das so aussieht, hoffe ich doch sehr und ich gehe sicher davon aus, dass es so sein wird. Und wir werden bestimmt so ein paar Sachen ansprechen, die ihr, wenn ihr eine Band habt, interessiert, euch interessiert oder wenn ihr eben auch Sachen auf YouTube veröffentlicht oder überhaupt in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Also keine Rechtsberatung, aber ich hoffe, ihr könnt eine Menge hier raus mitnehmen und wir starten einfach mal, lieber Asterix, denn du bist ja nicht nur, oh mein Gott, wie klingt das denn, Rechtsanwalt und nicht nur irgendeiner, sondern auch ein Professor für Medienrecht, sondern du bist natürlich auch, wie es sich für anständige Menschen gehört, Schlagzeuger. Selbstverständlich, ich würde sofort hier ein Paradiddle hinlegen, wenn ich die Sticks nicht extra vom Schreibtisch geräumt hätte, wo sie gerne auch liegen. Sehr cool. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du ich denke mal, du hast mit Schlagzeugspielen angefangen, bevor du Rechtsanwalt warst. Gehen wir mal so den normalen Weg. Wie war denn so dein Werdegang? Nehmen wir mal den musikalischen Werdegang und dann die Abbiegung in die Welt des Rechts. Das ist tatsächlich interessant. Das passt sogar, also in der Tat eine sehr gute Frage, weil das hat tatsächlich unmittelbar miteinander zu tun, auch wenn es nicht unmittelbar passierte. Dauerte einen kleinen Augenblick. Ich wollte immer trommeln. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, deswegen bin ich auch natürlich nicht wirklich geehrt, mit Trommlern zu tun zu haben. Jeder, der mich als Anwalt kennt, weiß, dass ich trommle, weil ich es wahrscheinlich nicht hinterm Berg halten kann, dass ich sehr gerne trommle. Ich wollte immer Schlagzeug spielen und die einzige legale Möglichkeit, an Trommeln zu kommen, in meinem damals noch kleinen Alter, war mit der Trommel um den Weihnachtsbaum. Das werdet ihr vielleicht auch gemacht haben. Ich wollte unbedingt in den Lokalen, ich komme aus einem kleinen Dorf, Schleswig-Holstein, in den Spielmannszug und dort die kleine Trommel spielen, mein großer Traum. Ich weiß noch, wie meine Mutter das erste Mal dort anrief und ich würde sagen, da war ich da 7 oder sowas und gesagt, ich wäre noch zu klein. Weil glaube ich, das der schwärzeste Tag meines Lebens war, als es hieß, du kannst noch nicht mitmachen, du bist noch zu klein. Irgendwann war es dann soweit und ich durfte zur Freiwilligen Feuerwehr in den Spielmannzug und habe dann dort, bis ich sehe schon Dirk, die Daumen hoch, dort habe ich das kleine Trommeln erlernt und das ging dann soweit mit Lehrgängen. Ich wurde dann, obwohl ich war dann noch minderjährig, wurde ich dann da so Trommelausbilder. Ich habe so einen Spaß dran gehabt, habe dann für die Trommel eigene Stücke geschrieben und es hat so einen Spaß gemacht und habe parallel dann mein erstes Schlagzeug bekommen. Mein Vater hat früher in den Bilden, in den 60ern Schlagzeug wohl gespielt. Es gab in seinem Zimmer immer eine Zeit lang noch eine Snare-Drum, die ich gesehen habe. Die habe ich leider nie in die Finger bekommen, aber ich sah, dass es gibt da auf jeden Fall eine Verbindung. Und irgendwann bekam ich eine Bass-Drum, dann hatte ich, glaube ich, meine Spielmannszug-Snare genommen. Und so wurde das dann immer mehr. Und irgendwann, was ich immer gemacht habe, ich glaube, dieses Bild kennt wahrscheinlich auch jeder. Es gab bei uns in der Stadt, wo ich zur Schule ging, Uetersen, kennt sonst wahrscheinlich auch keiner, Schleswig-Holstein, nahe Hamburg, gab es ein Musikgeschäft und da stand immer ein Schlagzeug im Fenster. Und ich bin immer, wenn ich da vorbei bin, mir die Nase platt gedrückt und gesagt, irgendwann wird der Händler mich einfach reinrufen und sagen, komm, Asterix, nimm's doch einfach mit. Und dieses Schlagzeug habe ich am Ende sogar bekommen, weil es gab eine Connection zu diesem Musikalienhändler. Und irgendwann haben meine Eltern mir das dann auch gekauft, netterweise. Und ich durfte im Keller trommeln. Und so hat sich das entwickelt. 16 erste Auftritte, ziemlich merkwürdig, würde ich sagen. Dann haben wir einen Wettbewerb gewonnen, Schüler machen Lieder, waren wir auch noch klein, waren mal ein bisschen im Fernsehen und im Radio, haben Rolf Zukowski kennengelernt, der diesen Schüler machen Lieder-Wettbewerb, hieß es damals, betreut hat. Es gab so erste Berührungen, sag ich mal, so ein bisschen mit der Musikindustrie. Muss ich auch gleich sagen, einer meiner größten Fehler, wahrscheinlich auch prägend, war, dass wir damals, als wir diesen Preis gewonnen hatten, war die Frage, möchtest du oder möchtet ihr eine Single mit Rolf Zukowski aufnehmen oder lieber 300 Mark gewinnen? Ich wollte unbedingt die Single aufnehmen. Der Rest der Band hat sich fürs Geld entschieden. Wir haben sozusagen die Musikkarriere dann gleich zum falschen Zeitpunkt, würde ich sagen, ein bisschen abgebrochen. Hat sich bis heute, ich habe auch, man hat den einen oder anderen ja auch wieder getroffen, gibt da auch Verbindungen hin. Die Geschichte ist verifiziert.
Ich bin dann als nächstes ein bisschen besser geworden, habe viel geübt, bisschen Schlagzeugunterricht auch genommen, auch zum Teil Schlagzeugunterricht dann irgendwann gegeben, in der Gegend, so an der Schule, Schulorchester und so weiter, da auch Pauken und sowas gespielt, ein bisschen besser geworden, hatte dann irgendwann einen Studiojob mit der nächsten Band und in dem Studio, und so kommt es jetzt endlich zur Juristerei, ich hatte angefangen in einer Band zu spielen, wo unser Sänger Jura studierte und der hat immer erzählt, wie toll das ist, Jura, bla, und hat von Strafrecht erzählt und die tollen, spannenden Fälle und das war alles eher so wie im Fernsehen und es machte irgendwie total Spaß, da zuzuhören. Ich hatte total Lust, das zu machen. Hatte die Überlegung, werde ich Journalist oder werde ich Jurist? Ich hatte eine Stelle als Journalist bei der lokalen Tageszeitung, das war ein Volontariat, und ich hatte mich parallel aber auch fürs Jurastudium beworben und kriegte dann quasi überschneidend auch die Zusage für Jura, und das hat sich dann am Ende so ergeben, dass ich mich für Jura in Hamburg auch eingeschrieben habe, angefangen habe zu studieren, studierte Jura quasi, wie man es so kennt, hatte aber jetzt, das war interessant, ich hatte noch gar nicht die Verbindung zwischen Musik und Jura im Kopf. Ich habe einen Studiojob gehabt, in einem Studio auch wieder in Schleswig-Holstein, wurde ich gefragt, ob ich dort mitspielen kann. Und der Betreiber des Studios, der hatte einen Anwalt in Hamburg, Walter Lichte, Legende im Musikrecht, Anwalt von unter anderem damals eben Marius Müller-Westernhag, alle großen Künstler in Deutschland. Aus meiner Wahrnehmung waren dort. Und er hat gesagt, du, ich rufe da für dich an, du brauchst Praktikum. Dann ging es, du, da, ich mache das für dich klar. Das heißt, ich bin aus dem Studio, dank des Studiobetreibers, des Produzenten, hat er mir einen Praktikumsplatz bei seinem Anwalt, der für ihn arbeitete. Er selber war Sohn eines erfolgreichen Schlagerkomponisten, deswegen hat er auch viel mit diesem Anwalt wohl zu tun gehabt und bin dann dort gelandet. Und von da an war ich auf Droge. Musik und Recht, absolut perfekte Kombination. Ich habe danach auch nichts anderes mehr gewollt. Ich habe begriffen, dass das, was ich immer machen wollte, nämlich Musik und Jura zusammenpassen würden, habe dann mein ganzes Referendariat oder auch das ganze Studium darauf ausgerichtet, auf Medienrecht, und geguckt, wann es irgendwie die Möglichkeit gibt, immer abzubiegen in Richtung Musik und Recht, werde ich das tun. Und das habe ich dann bis zum, ja, jetzt sitzen wir hier, da sind ein paar Jahre zwischen von über 30 Jahren, die seitdem oder mehr, die vergangen sind. Da gab es so viele Stationen, wenn ich die euch alle erzähle, dann langweilen sich die Leute. Dann würde ich euch nicht langweilen, ganz kurz. Ich war dann, ich bin fertiger Rechtsanwalt geworden 1997, habe dann eine Station in Amerika gemacht bei Hans Zimmer, dem Filmmusikkomponisten, war dort sein Justiziar im Rahmen des Referendariats, hatte ich dort schon gearbeitet und die haben mich dann rübergeholt. Ich habe also in Amerika angefangen und bin dann zurück zu Sony Music nach damals noch Frankfurt, über Frankfurt eine ganze Zeit nach Berlin und dann zuletzt nach München und bin seit 2006 Anwalt in Berlin und bin jetzt Musikanwalt und mache alles, was mit Musik zu tun hat, mit großer Leidenschaft. Entschuldigung, das war eine sehr lange Rede. Jetzt bitte Fragen stellen. Nee, Wahnsinn. Super. Ja, interessant, wie, was du eben gesagt hast, dass diese Kombination Musik und Anwalt oder Rechtsanwalt so gut für dich zusammenpasste, wo du auch gemerkt hast, hey, das ist dein Steckenpferd und du bringst diese beiden Kombinationen super zusammen. Also Chapeau für diesen Werdegang. Mega. Ja, Respekt. Und ich habe eine Frage, war das denn für dich, weil du hast ja anscheinend in erfolgreichen Bands gespielt und du hast Studiojobs gehabt. Hast du nie in Erwägung gezogen, das beruflich zu machen? Also gab es da nicht mal den Punkt in deinem Leben? Gut, ich habe es jetzt wirklich super verkürzt dargestellt, weil ich wirklich niemanden langweilen will mit den Überlegungen, die man hatte. Aber während der Schulzeit, also ich habe Abi 89 gemacht, das heißt, es ist schon ein paar Tage her, zu der Zeit, ich hatte Musik, im Abitur war eben Musik mein Prüfungsfach, das mögliche Prüfungsfach, habe dann für, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber da durfte man eben vorspielen, da mein Instrument nur Schlagzeug war, habe ich einfach ein eigenes Stück geschrieben, habe das vorgespielt mit einem Bassisten zusammen, das habe ich dann auch notiert und habe das dann vorgespielt. Also ich hatte schon immer den Wunsch, was mit Musik zu machen. Das war auch tatsächlich eine ernsthafte Überlegung, weil es mich schulisch natürlich auch geprägt hat, ob man das vielleicht irgendwie machen kann. Habe dann so davon geträumt, wie es wäre, vielleicht Profi-Schlagzeuger zu werden. In aller Bescheidenheit nochmal, ich rede hier mit zwei richtigen Schlagzeugern. Die Leidenschaft bei mir ist genauso wie bei wahrscheinlich bei allen, die Musik machen, aber ich kann mein Können souverän einschätzen. Ich bin ein deutlich, deutlich, deutlich besserer Anwalt. Ich würde auch zu mir selber gehen, wenn ich als Anwalt jemanden bräuchte. Als Schlagzeuger würde ich wahrscheinlich euch bitten, die Sachen dann zu spielen, wenn es um bestimmte Dinge geht. Ich weiß das einzuschätzen. Ja, ich habe drüber nachgedacht, bin mir aber mit meiner Entscheidung sehr glücklich und die ist sehr richtig. Sehr cool. Du hast übrigens auch ein paar namhafte Stationen durchlaufen als Jurist. Und jetzt bist du, um das einfach mal festzuhalten, du bist jetzt selbstständiger Anwalt mit einer eigenen Kanzlei.
Richtig. Und du sitzt in Berlin, korrekt? Ja, ganz genau. Ich bin gebürtiger Hamburger, Schleswig-Holstein, da wo wir gerade waren, so die ganze Welt. Da habe ich auch so die ersten Gehversuche dann eben gemacht. Das ist wirklich Schleswig-Holstein, ein plattes Land, mehr Kühe und Apfelbäume als Einwohner. Deswegen Spielmannzug, der krasseste Verein überhaupt. Deswegen Props an meine Vergangenheit, da habe ich einiges lernen dürfen. Und das hat mich dann am Ende über Hollywood tatsächlich dann nach Berlin verschlagen. Zurück quasi. Ich war schon da. Unfassbar. Also Hans Zimmer ist natürlich eine, ist mal die Filmmusikgröße in Hollywood. Ne? Spitzentyp zudem auch noch. Sehr, sehr nahbar auf eine Art auch. Wahnsinn. Dann lass uns mal ein bisschen über deine Funktion als Jurist auch sprechen. Und da würde mich interessieren, du bist ja jetzt schon sehr viele Jahre dabei. Sehr viele, man kann ja schon fast sagen, oder man muss sagen, Jahrzehnte. Das muss man, da bleiben wir einfach Naturwissenschaftler, ja. Wie hat sich denn so ein bisschen die ganze rechtliche Lage in der Musikwirtschaft in den letzten Jahren entwickelt? Ich meine, es kam das Internet irgendwie dazu. Es kam erstmal auch dann sowas wie Napster, wo dann es auch Riesenrechtsstreite gab mit Metallica damals und so weiter und so fort. Jetzt kann, kann jeder streamen, was er wie und wo er möchte. Und wie hat sich das Ganze entwickelt? Erstmal aus der Sicht, jetzt gar nicht so sehr juristisch gesehen, weil ich würde das wird wahrscheinlich zu sehr ins Detail gehen, aber was hat sich für Musikerinnen und Musiker und Bands verändert? Und vielleicht hast du ja auch schon direkt einen Tipp, wie die sich heute schon dann entsprechend aufstellen können. Was ist ja eben ganz anders als vor 30, 40 Jahren? Eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich oder auch ein wirklich toller Einstieg, um das Musikgeschäft von heute vielleicht einmal dem gegenüberzustellen, als ich begann. Als ich anfing, war das noch so, das war einer der Gründe, warum ich überhaupt in eine Schallplattenfirma wollte. Also ich kam aus ich will mal Hollywood sagen, aber es war eben Los Angeles, Santa Monica, ne? Aber das war sozusagen ich habe wirklich falsch rum angefangen. Ich war da, wo man eigentlich endet, im Grunde genommen angefangen, ging dann zurück nach Deutschland, habe bei Sony Music angefangen in Frankfurt zur Hochzeit noch die letzten Ausläufer der CD. Also wir reden von 99, alles CD. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig und beantwortet deine Frage wahrscheinlich auch, wo wir heute stehen. Also es war der physische Tonträger, den herzustellen war schon teuer, den Tonträger irgendwo hinzubringen, nämlich über den Vertrieb hinzubringen. Das waren, ja, wenn man so will, diese Kanäle hatte dann eben nur eine Schallplattenfirma. Es war unheimlich schwer, vielleicht so vom Hören sagen, oder vielleicht kennt ihr Leute, oder ihr seid ja selber dann auch Profis genug, zu wissen, wie schwer das war, einen Schallplattenvertrag zu bekommen, weil wenn man einen haben wollte, wurde sehr viel Geld ausgegeben, allein um die Ware herzustellen. Und wir reden heute, ich mache gleich den Sprung zu heute, das gibt's ja alles gar nicht mehr. Wenn wir drei jetzt entscheiden würden, würde ich mich sehr freuen, wir drei Trommeln zusammen machen, Safri Duo 3 und hätten eine Schlagzeug-Single, wir nehmen die heute vielleicht auf, wir schaffen das mit unseren iPads und GarageBand und laden das heute über einen Digitalvertrieb hoch, ist es da. Diese Hürde, also der Veröffentlichung, der Verwertung, nicht unbedingt der Vermarktung, darüber können wir ja nochmal ein bisschen genauer sprechen, die gibt es nicht mehr. Und das ist schrecklich für diejenigen, die aus der alten Welt kommen, weil die sagen, naja, jetzt kann ja jeder was veröffentlichen. Umgekehrt für uns heute, wer es heute hört, weiß es, dass er heute jederzeit veröffentlichen kann. Er kann YouTube-Videos hochladen, er kann Trommeln aufnehmen. Ich habe zum Teil mit GarageBand auf dem iPhone Sachen aufgenommen in dem Studio, wo ich das Telefon hinhänge. Hören wir das an, weil das Schlagzeug gut getuned ist. Das klingt spektakulär. Also auch im Grunde genommen der gesamte technische Unterbau ist ja heute ganz anders verfügbar. Auch dass wir faszinieren. Ich meine, wir drei sehen uns gerade, während wir sprechen. Ne? Ich meine, wir sind der beste Beweis dafür, was plötzlich geht. Das war zu der Zeit, als ich anfing. Ein Witz. Wir haben noch, wenn ich schrieb mit einem anderen Anwalt beim Verhandeln eines Schallplattenvertrages, dann diktierte man das. Es wurde abgetippt. Und da stand dann, sehr geehrter Kollege, bitte in Paragraph 1, dritte Zeile das Wort Sie durch R ersetzen. Und dann so, und das waren die 19 Seiten, die schickte man sich per Fax. In der Geschwindigkeit hat man übrigens auch verhandelt. In der Geschwindigkeit wurden aber auch Tonträger hergestellt. Die wurden vielleicht auch in viel zu großen Mengen hergestellt, weil man den Markt gar nicht sehen konnte. All diese Dinge gibt es nicht mehr. Das ist jetzt wirklich, ich springe wirklich von dem einen in die andere Welt. Die Entwicklung dazwischen ist genau, was du sagtest, Timo. Es gab das Internet. Ist jetzt albern zu sagen, hey, das Internet, die große Erfindung. Aber auch dort, vielleicht kann ich euch sagen, was gerade jetzt passiert. Heute Morgen hatte ich mit einem Mandanten schon gesprochen. Da sprachen wir darüber, dass die Firma TikTok den Direktvertrieb anbietet. Jetzt TikTok, großer Sprung von CD zu TikTok-Internet. Wir reden von einem Phänomen, das meine Arbeit
komplett verändert hat im letzten Jahr. Warum? Die Geschwindigkeit, innerhalb derer Musik entdeckt wird und was dann dazu führt, dass vielleicht jemand einen Schallplattenvertrag angeboten bekommt. Diese Geschwindigkeit hat sich immens verändert. Das Internet selber verändert sich auch, oder die Nutzungsmöglichkeiten verändern sich sehr. TikTok, was passiert? Ich hatte einen, mich rief jemand an, ich sag mal am Montag, hallo Asterix, ich bin der und der und ich habe einen Schallplattenvertrag anbekommen, weil ich bin gerade die Nummer 1 bei TikTok. Das ist ja total irre. Was heißt Nummer 1 bei TikTok? Ja, meine Videos werden am allermeisten geklickt und da ist Musik von mir drunter, habe ich gerade aufgenommen. Und während, da hat er mir das alles erklärt, da habe ich das Angebot bekommen, habe das durchgeguckt, am selben Tag noch, also super schnell. Und dann war, ich sag mal, Mittwoch ging es weiter, also rief er an und sagt, also wir müssen schnell fertig werden, weil ich bin nur noch Nummer 573 bei TikTok. Und am Freitag so ungefähr, keiner weiß mehr, wer ich bin. Ich übertreibe ein bisschen, aber so ähnlich war es. Und diese Geschwindigkeit war 1989 nicht so. Da hat man gesagt, wir machen eine Single im Herbst. Hat den Vertrag im Februar abgeschlossen und hat gesagt, hier, wir testen sie am Radio und es gibt Club-Promo, wir gucken mal mit Weißmustern, ob das in einem Club ankommt, während wir heute darüber reden, von Montag bis Freitag. Ich hatte letztes Jahr, ein Mandant von mir hatte eine Weihnachtssingle, die haben wir am Sonntag vor Weihnachten, ich glaube, wir haben am Freitag vor Weihnachten den Vertrag gemacht, am Sonntag wurde sie hochgeladen bei einer der großen Plattenfirmen und wurde noch 3 Tage ausgewertet, ein reiner Weihnachtssong. Solche Dinge waren früher undenkbar. Ich gebe natürlich konkrete Beispiele, was passiert. Total spannend für mich. Also Geschwindigkeit ist ein Riesenthema. Also vielleicht, Timo, ist das auch die beste Antwort drauf. Der Sprung von, und alles, was dazwischen war, Napster, iTunes und wie das alles heißt, also der Download und die Preisdiskussion, ist ein Download zu billig und so. Das habe ich alles mitgemacht und Ich habe zu dem Mandanten heute Morgen gesagt, du, wir reden jetzt über einen Direktvertrieb mit TikTok, die selber dann dafür sorgen, dass deine Musik, die bei TikTok startet, vielleicht morgen bei Spotify hochladen wird. Ich habe diese Verträge auch noch nicht gesehen, ist für mich jetzt quasi, ihr seid jetzt live im Labor dabei, höre ich jetzt auch zum ersten Mal, mal schauen, was draus wird. Vielleicht hören wir in einem halben Jahr nichts mehr davon oder alle machen das so. Total spannend. Und nach TikTok kommt dann TokTik, Big Bock, irgendwas. Es wird was Neues kommen. Vielleicht mal ganz kurz nur für unsere Hörer und Hörer, was genau meinst du jetzt mit Direktvertrieb? Damit man diesen Begriff einfach mal geklärt hat. Richtig. Also aktuell ist es so, die Plattformen, die ihr wahrscheinlich oder auch unsere Familie nutzen, sind Spotify, sind YouTube, sind Apple Music, sind Amazon. Das sind die sogenannten DSP, Digital Service Provider. Das sind die, wenn man so will, die technische Plattform, auf der man sich dann ja endlos verlieren kann, indem man das hört oder sieht, ne, bei YouTube dann eben auch die Videoplattform. Und der Direktvertrieb oder der Vertrieb als solches, vielleicht nur, wie heißt der Player, den es dort gibt, das wären Digitalvertriebe. Ihr kennt von früher, man kennt von früher noch so Schallplattenvertriebe wie Rough Trade oder Eva, da brachte man dann sozusagen seine Platte in den Kartons, wurde dann angeliefert und die wurden dann in die Läden gefahren. Das war der Job eines Vertriebes, beziehungsweise die Plattenfirmen selber, Sony, Universal, Warner, haben ihren eigenen Vertrieb und sorgten dafür, dass in den Schallplattenläden die Tonträger auftauchen. Nächste Stufe war der Digitalvertrieb oder ist der Digitalvertrieb. Die sorgen dafür, dass die digitalen Aufnahmen, ne, unser Beispiel Safti Duo 3, wird dann über die Firma, nehmen wir eine Berliner Firma, die mit der GEMA verbandelt ist, Zebralution, oder in Hamburg und weltweit sehr riesig Belief oder The Orchard. Das sind Digitalvertriebe, deren Dienstleistung ist nur noch dafür zu sorgen, dass man auf diesen verschiedenen Plattformen dann immer am Freitag, New Music Friday, seine neuen Singles veröffentlicht bekommt. Und wenn jetzt so jemand wie TikTok, die auch ein DSP sind, ne, wir haben ja einen neuen Begriff gelernt, den wende ich hier gleich mal an, wenn TikTok jetzt sagt, du kannst deine Musik gar nicht mehr über Zebralution oder sonst wen bei uns hochladen, sondern mach doch den Deal direkt mit uns. Du kriegst dann Geld von uns und wir sorgen dafür, dass es bei uns, stelle ich es mir jetzt vor, ich bin jetzt wirklich naiv, ne? Bei uns wird es vielleicht eine bestimmte Platzierung bekommen, wenn du den Deal direkt mit uns machst. Und wir sorgen, das wäre dann der nächste spannende Schritt, wir sorgen vielleicht sogar dafür, dass die Musik dann nicht nur bei uns stattfindet, sondern auch wir werden einen Vertrag haben als Vertriebsdienstleister mit den anderen DSPs. Und wenn sowas möglich ist, sind wir wieder in einer völlig neuen Welt. Timo, das beantwortet, glaube ich, deine oder eure Frage. Wie entwickelt sich das? Wenn das meinetwegen in 2025 möglich ist, wird auch jemand anders kommen. Dann wird vielleicht Spotify, die Diskussion gab es auch schon, sagen, du, komm doch direkt zu uns. Wir würden euch vermarkten. Wir sorgen aber auch dann dafür, dass deine Musik dann bei der Konkurrenz landet. Denkbare Möglichkeiten, vielleicht auch totaler, keine gute Idee. Es gab diese Diskussion schon mal. So, das sind so
typische Dinge, mit denen ich mich natürlich beschäftige, um rauszufinden, was sind spannende Verwertungsmöglichkeiten, was gibt es Neues. Ja, da hat man natürlich seine Ohren und seine Augen immer am Puls der Zeit, liest Newsletter und hört natürlich von seinem Mandat, ey, hast du schon gehört, neueste Möglichkeit vielleicht des Direktvertriebs. Und vielleicht, Timo, die Frage Direktvertrieb. Theoretisch wäre es ja auch möglich, dass wir sagen, wir machen eine Schlagzeugerplattform, auf der wir den Direktvertrieb zum Kunden machen und sagen, wir brauchen das doch alles gar nicht mehr. Lass uns das doch selber hochladen, sollen sie doch alle bei uns runterladen, theoretisch oder streamen. Auch das ist ja denkbar. Das wäre erst recht der Direktvertrieb. Ich glaube auch, dass diese Sachen, das, was du gerade sagst mit dem Direktvertrieb, das merkt man ja auch in der Industrie, in der Musikindustrie selber jetzt gar nicht mehr nur auf den dem Tonträgermarkt, sondern auch bei den Firmen selber. Merkst du denn, ich glaube, die Zeiten, wie jetzt früher Rolling Stones, Led Zeppelin noch ihre Platten gemacht haben, die sind ganz, ganz lange vorbei. Mhm. Und ich glaube auch, ich denke mal, da werdet ihr beiden mir recht geben, das Internet ist Fluch und Segen zugleich oder überhaupt der digitale Markt, weil ich merke das ja auch. Ich glaube, unsere Altersgruppe, so nenne ich es mal, wir kaufen noch, was du gerade sagtest, ich bin ein haptischer Mensch, ich brauche eine physikalische CD in meinen Händen. Ich finde das toll, im Booklet rumzublättern. Ich bin auch jemand, der gerne ein richtiges Buch in die Hand nimmt und nicht auf dem iPad immer nur das Buch liest. Also ich brauche was in der Hand. Und spielt denn auch bei diesen ganzen, also was mich jetzt interessieren würde, weil wir kaufen noch CDs, das heißt die Jugendlichen ja eigentlich fast gar nicht mehr. Das wird nur noch gestreamt. Weil der CD-Markt selber, also das, was ich feststelle, auch in den Läden, früher gab es eine riesengroße CD-Abteilung, gibt es fast gar nicht mehr. Sondern es unser Alter, wir kaufen bei Konzerten, das funktioniert wirklich, also bei Konzerten werden noch CDs gekauft, aber die ganzen Kids ja gar nicht mehr. Und ich glaube, dass daraufhin der ganze Markt, von daher finde ich das auch so interessant, dass du dir heute Zeit genommen hast, hat sich in der Hinsicht komplett gewandelt. Absolut. Wenn ich dazu was sagen kann, es ist wirklich interessant. Ich gucke immer nach links. Ich habe hier in meinem Regal habe ich immer so die Platten der Woche, was weiß ich, beispielsweise von Mandant, und das sind alles, ich nehme jetzt mal irgendwas Wahlloses, das ist immer Vinyl, ne? Ja, sieht geil. Jetzt wahrscheinlich, ne, es ist immer ein bisschen geblurrt, aber ich habe immer Vinyl da stehen. Warum? Das ist nämlich interessant. Der Vinylmarkt hat eine Zeit lang sogar richtig davon prosperiert. Ja, total. Genau. Und mir geht's genau wie dir. Ich erinnere mich, als ich bei Sony in München war, weiß ich noch, als ich das erste Mal in den lokalen Mediamarkt da in der Nähe des Büros, ich kannte mich in München nicht aus, bin da reingegangen, ich hatte, glaube ich, die ähnliche Erfahrung wie du. Ich kam mir da rein, dachte so, die DVD-Abteilung ist größer als die Musikabteilung, und das war in der Nähe einer Schallplattenfirma. Das hat mich wirklich einen Stich versetzt, bis heute. Ich erinnere mich wirklich ungern an den Besuch, da bin ich nur einmal rein und nie wieder rein. Für mich ist der Besuch von Geschäften tatsächlich, und wir reden von 2006 oder so, das war kurz bevor ich dann nach Berlin zurückging, hier gibt es richtige Plattenläden noch, aber alles Vinyl. Und es gibt in Deutschland eine Besonderheit. Wir sind noch ein sehr starker physischer Markt. Im Schlagerbereich zum Beispiel ist der physische Tonträger auf die CD noch im Auto hören und so. Das funktioniert hier sogar noch relativ gut. Gibt es natürlich auch vom Bundesverband der Musikindustrie immer eine Übersicht der Zahlen. Da sind wir noch stark. Es gibt Länder, meine Frau ist Schwedin. Ich weiß, als ich das erste Mal in Schweden nach einem CD-Laden, also nach einem Plattenladen, so wirklich liebe schwedische Gitarrenpopmusik und sowas. Und dann sind wir in Jönköping gewesen, eine Unistadt, so wie Göttingen oder so, also eine junge Stadt. Und dann habe ich gefragt, sag mal, wo ist denn hier der Plattenladen? Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, die Plattenladen. Der letzte Plattenladen, der hat vor 3 oder 4 Jahren zugemacht. Platten gibt es, wenn überhaupt, noch im Supermarkt. Da, das, was du meinst, da ist jetzt ein Friseur oder sowas drin. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht in einer Unistadt, wie wir gerade gesagt haben. Ja. Warum gibt's das nicht? Wo wurde Spotify erfunden? Schweden. Streaming. Quasi so die, nennt's jetzt mal die Entmaterialisierung, das findet in so Ländern dann eben auch statt, da ist das längst passiert und dort wird auch viel schneller Musik entdeckt, was ich vorhin erzählte, ne, die Unmittelbarkeit der Dinge, das ist vielleicht auch, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, diese Geschwindigkeit, die ich es gerade beschrieben habe, ist vielleicht ein bisschen faszinierend, wie aufregend das ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, wie schnell auch die Entscheidung gefallen ist. Ich weiß es von den Niederlanden, ein ähnliches Land, was die Geschwindigkeit angeht. Da wird was hochgeladen vom A&R, das ist der Artist and Repertoire Manager in der Plattenfirma. Der checkt es, der guckt sich die Zahlen an. Was sagen die Algorithmen? Die Algorithmen sagen, die Nummer taugt nichts.
schade, tschüss, machen wir nicht weiter. Und das geht dann sehr schnell. Und das heißt, du hast manchmal Antworten auf Fragen, die du dir jetzt mal bildlich gesprochen eigentlich gar nicht stellen wollen würdest. Du würdest vielleicht viel lieber sagen, du, ich baue mich langsam auf, ich habe die Zeit, ich spiele und genau. Die Leute, ich gebe den Leuten Zeit, mich zu entdecken. Und im Grunde genommen wird über dich schon das Urteil gefällt, bevor du eigentlich richtig losgelegt hast. Ich verstehe das, was du sagst, auch das, die Verträge haben sich auch, ganz kurz so Jura-Ausblick, die Verträge haben sich sehr geändert, der ganze physische Teil, die Vergütung, was bekomme ich für eine verkaufte Platte, spielt alles kaum noch eine Rolle in den Verträgen. Wir reden immer nur noch von Streaming, wir reden davon, dass man statt Musikvideos bei MTV jetzt Social-Media-Content abliefert, dass man auf seinen Social-Media-Kanälen, ich nenne es jetzt mal Influencer, also Content abliefert, das ändert sich extrem. Also ich, für mich ist es vielleicht gar nicht mehr so dramatisch, weil es jede Woche ändert sich in den Verträgen. Was auch, wenn ich für Labels, die ich betreue, Verträge aufsetze, schreibe ich das natürlich auch rein. Also man ist permanent dran. Ich weiß ziemlich genau, was passiert, auch wenn ich schon ein bisschen das länger mache, würde ich sagen, bin ich dann noch relativ auf Ballhöhe oder muss ich sein. Also ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Du sagst, es ist ultra schnell geworden und es wird wahrscheinlich immer schneller und noch schneller. Mhm. Ja. Es ist international. Man hat ja nicht nur mit deutschem Recht zu tun, sondern Urheberrecht hat ja, in Deutschland gilt ein anderes Urheberrecht als in den USA, als in China und so weiter und so fort. Es ist ja unfassbar schwer, auch was komplett international Bindendes irgendwie in einen Vertrag reinzuflechten. Ich glaube, das ist ja fast wahrscheinlich so ein Ding der Unmöglichkeit. Wir schaffen das. Es ist irgendwie zu schaffen, aber es ist natürlich ultra schwer. Aber jetzt kommen wir mal zu einer konkreten Frage, weil wir haben eben den Direktvertrieb angesprochen und dass so viel über Social Media geht und über eigene Kanäle ja theoretisch auch. Würdest du denn überhaupt noch jungen Künstlerinnen und Künstlern empfehlen, zu einer Plattenfirma zu gehen und zu sagen, hier, ich möchte gerne einen Vertrag mit euch haben, in der Gefahr hin, dass sie sagen, ey, der erste Hit war super, der zweite nix und tschüss, was du gerade eben quasi erwähntest? Oder würdest du lieber sagen, baut euch langsam über die eigenen Kanäle auf, macht euch eine Fanbase? Also gibt's da irgendwie einen Tipp, den man allgemein äußern kann? Ich glaube, dass es gibt nichts, was man so wenig präzise sagen kann, wie die sehr gute Frage mit einem Ja oder Nein, mit einem richtig oder falsch zu beantworten. Juristen lernen im Studium relativ schnell, es mit auf jede Frage zu antworten. Ihr ahnt es schon. Dirk, Timo, es kommt darauf an. Es kommt wirklich darauf an, was man will. Meine Arbeit beginnt genau an mit so einer Frage. Die Fragestellung ist deswegen exakt richtig. Ich würde sagen, jede zweite Frage von jemandem, mit dem ich vorher noch nichts zu tun hatte, wird ungefähr eine solche sein. Liebe Asterix, ich habe folgende Situation. Was soll ich denn tun? Und dann wird man fragen, kannst du mir die Situation ein bisschen genauer beschreiben? Was möchtest du denn? Und dann wird man oft feststellen, dass der oder diejenige ganz, ganz genau weiß, was sie will. Oft weiß sie, ich will Musik machen, ich will sie auswerten, hab vielleicht auch schon Bausteine. Ne? Die würde man dann sich erstmal genauer angucken und dann würde man darauf aufbauend wahrscheinlich in die eine oder andere Richtung gehen. Aber um die Frage trotzdem aus, ich finde, man kann beides beantworten. Ich würde sagen, Stand heute, Ende des Jahres 24, halte ich es für schlau, mit Firmen wieder Verträge zu machen, die vielleicht sogar ein bisschen enger sind. Da müsste ich vielleicht noch eine ganz kurze Vorüberlegung machen. Ich habe vorhin von diesen Vertrieben gesprochen. Es war im Hip-Hop in einem Genre, das sehr davon geprägt ist, dass man viel selber machen kann, weil Hip-Hop, Gangster-Rap und ähnliches wurde nie im Radio gespielt. Du kannst deine Videos bei YouTube hochladen. Du brauchst im Grunde genommen vieles von dem, was eine Schallplattenfirma ausmacht, brauchst du eigentlich nicht. Das, wofür du sozusagen mit der Schallplattenfirma dein Geld teilst, deine Einnahmen teilst, das wird im Hip-Hop gar nicht gebraucht. Gleichwohl, gerne hätte man viel Geld und so, aber man konnte es mit einem Vertrieb ganz gut hinbekommen. Man hat also sein Marketing selber gemacht, hat Videos gemacht, da featuret der eine den anderen. Aber im Radio wird, man braucht keine Radio-Promotion, viele Dinge braucht man nicht. Also dieser, nennt es mal der Self-Contained Artist, der sich selber im Wesentlichen auswerten kann. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg, über den wollte ich gerade sprechen, das wäre das, glaube ich, Timo, was du auch vielleicht eher meinst, ist, ich komme zu einer Schallplattenfirma und lass mir, die kommen, ich komme da auch übrigens nicht hin, sondern die entdecken mich, schreiben mich mittlerweile auf Instagram an und sagen, ich habe deine Songs gehört, hab dein Video da gesehen, das ist ja mega geil, hättest du mal Bock, mal, wir kommen, wir treffen uns mal und dann bieten wir dir Folgendes an. Entweder wir nehmen dich als Künstler unter Vertrag, nennt man Künstlervertrag, oder wir machen eine Bandübernahme, wir übernehmen dein fertiges Band und dieses Band werten wir dann aus. Nachteil, und das ist wahrscheinlich auch Kern der Frage, Nachteil ist gar nicht wichtig, aber der Unterschied ist, der Self-Content-Artist verdient das meiste Geld oder kriegt das meiste Geld, weil er nur ein ganz bisschen was an den Vertriebspartner abgibt. Das sind meistens so
10-20% der Einnahmen aus der Auswertung seiner Aufnahmen. Bei dieser Bandübernahme wäre es genau andersrum. Da kriegt die Schallplattenfirma meistens so 70-80% bleibt bei der Schallplattenfirma. Dafür machen sie aber auch alles. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann helfen kann, sagen kann, was möchtest du? Möchtest du alles selber machen? Möchtest dich um alles kümmern? Oder hättest du gerne jemanden, der, je nachdem wie gut er ist, dir dabei hilft, der Geld in die Hand nimmt, der vielleicht diesen Social Media Content / Videos bezahlt, dafür aber auch sehr viel mehr Geld von dem Geld abnimmt, was du brauchst. Und da wird man manchmal sagen, wenn man nur rechnet, Naturwissenschaft ist nicht der Feind des Juristen und hilft manchmal einfach mit dem Taschenrechner da sitzen, wird man sagen, naja, wenn ich sehr erfolgreich bin, dann ist es ja besser, ich habe 80% der Einnahmen als nur 30 oder sogar nur 20 oder 25. Aber kann es sein, dass ich 80% vom Nix sind ja auch Nix. Sind denn nicht 30% von sehr viel, weil Marketing gemacht wird, weil ich doch im Radio stattfinden kann? Ist das nicht sehr viel sinnvoller? Und ihr merkt, diese Fragen kann man jetzt gar nicht spontan jemandem beantworten, der jetzt zuhört. Der wird sagen, was redet der Mann? Das ist doch bei jedem anders, ganz genau. Deswegen muss man mit jedem drüber sprechen. Es passt. Man findet aber für jeden die richtige Lösung. Und das, was wir hier übrigens auf der Schallplattenseite besprechen, gibt es dann ja auch nochmal auf der urheberrechtlichen Seite, die Komposition, GEMA-Mitgliedschaft, Verlagsverträge, Autorenexklusivvertrag versus Administrationsvertrag. Also das sind sozusagen zwei Ebenen, in der wir Musikjuristen immer denken. Einmal die Komposition, also das, was wir oder was ihr schreibt, was dann von dem Verlag ausgewertet wird. Auf der anderen Seite die Tonaufnahme und dann noch Live-Konzerte, also alles, was sozusagen mit eurer, sagen wir mal, künstlerischen Leistung verbunden ist. Diese Dinge gilt es dann ja auch oft in Einklang zu bringen. Also oft kommt jemand zu mir und sagt, ja, also ich schreibe meine eigenen Songs und ich habe ein Angebot von einem Verlag, aber auch von der Schallplattenfirma. Was soll ich denn zuerst machen? Oder was ist besser? Und dann sehr häufig sind die Fragen auch, kennst du den und den oder die und die? Ist die nett? Sind die zuverlässig? Bleibt die Konstellation in der Firma so? Schmeißen die nächsten Leute raus? All solche Sachen, das gehört alles mit dazu. Man ist so ein bisschen so Seismograf, auch immer zu gucken, was kann sich da als nächstes tun. Jetzt eine lange Antwort auf die ganz einfache Frage, Timo, sorry. Nee, ist völlig richtig. Ganz kurz, ich möchte einen Begriff kurz klären, weil vielleicht ist das einigen nicht Begriff Bandaufnahme. Mit Bandaufnahme meint man, dass die Künstlerin oder der Künstler einen komplett fertigen Song produziert hat oder ein komplettes Album, eine Exakt. Komplette C-Produktion und gibt diese CD oder Songproduktion an eine Firma zum Beispiel. Nur Exakt. Einfach mal kurz als Begriff. Ganz genau. Deswegen heißt das auch, das ist lustig, das gibt's manchmal, dass das so ein Dad-Joke, ne? Dass man sagt, es gibt den Künstlervertrag, da wird der Künstler und oder die Künstlerin unter Vertrag genommen und dann bezahlt die Schallplattenfirma die Produktion. Und man könnte denken, weil der so ähnlich heißt, dass das Künstler ist der für den einen und Bandübernahme wäre der Vertrag für eine Band. Das hat damit nichts zu tun. Es geht wirklich um das Tonband. Nur, ja, dieser. Als Begrifferklärung. Mhm. Sehr gut. Ja, gerne. Ist das so deine Hauptklientel, Künstlerinnen und Künstler, die mit solchen Vertragsfragen ankommen und die gerade mit Plattenfirmen zum Beispiel in Verhandlung stehen? Oder wo dreht sich dein ganzes Schaffen noch so drumherum? Wenn ich morgens aufstehe und nicht das große Vergnügen habe, mit einem Podcast zu starten, dann schaue ich meinen E-Mail-Eingang durch und habe in der Regel noch, mache vieles oft am Abend fertig und schaue es am Morgen nochmal durch, ob ich es jetzt rausschicken kann. Dann betreue ich sowohl Künstler, Künstlerinnen, sehr viele Managements, die dann wiederum vielleicht auch mehrere Künstler betreuen, helfe denen sehr oft so strategisch. Also ehrlich gesagt, so Fragen, wie du sie gerade gestellt hast, das sind schon die Fragen, die dann auch jemand sagt, hey, also ich habe da nochmal eine Frage oder auch irgendwas. Du, da hat sich jetzt ein Franzose bei uns gemeldet, der will einen Song von uns samplen, also einen Ausschnitt aus einer bestehenden Aufnahme machen. Und der bietet uns nur 500 € und keine Umsatzbeteiligung auf jeden Stream. Ist das cool oder nicht? Solche Fragen kommen, sagen wir mal, das ist so mein Brot- und Buttergeschäft. Solche Fragen kommen die ganze Zeit oder uiuiui, wir haben dann ein Sample verwendet. Müssen wir das eigentlich klären? Das hört ja keiner. Und man sagt, ja, auf jeden Fall klärt ihr das besser, weil wir wollen es ja nutzen, damit es jemand hört. Und wenn es jemand hört und es ist von der Aufnahme von Dirk Brandt entnommen, der merkt es, wird er sich melden und wird vielleicht nicht begeistert sein. Den müssen wir dafür bezahlen. All solche Sachen kommen schon vor. Das wären so sozusagen diese kleinen Fragen, dann diese größeren strategischen Fragen. Und ich betreue sehr viele auch Tonträgerunternehmen. Also ich habe kleinere Independent-Labels, die meine Mandanten sind. Für die bin ich dann die Rechtsabteilung. Da bin ich die Schallplattenfirma. Da erstelle ich einen Bandübernahmevertrag. Ja. Das heißt, ich im Grunde bin ich auf beiden Seiten tätig. Dadurch, dass ich beide Seiten kenne, ist für mich natürlich auch spannend, beide Seiten auch behandeln zu können. Also ich hole Rechte rein, ne? Das ist sozusagen der Job, Rechte Einkauf, aber ich mache auch den Rechte Verkauf. Und beides macht mir unglaublich Spaß. Ist ja immer Musik, ist immer geil. Ich habe mal eine Frage,
ich habe Timos Fragenkatalog, da sind tolle Fragen und ich habe einige nachher auch noch. Ich möchte jetzt aber mal wissen, ich bin jetzt ein junger Künstler oder eine junge Künstlerin. Mhm. Und das ist nicht mehr so gut vorstellbar, Dirk. Kannst du mir ein gutes Beispiel? Ja, mit dem Jungen, ne? Sag einfach. Ich bin ein Altersweiser. Nee, weise bin ich auch nicht. Scheiße. Nein, du bist einfach hervorragend, talentiert, gut aussehend, alles. Oh, das ist, was willst du trinken? Nee, aber, wenn ich da jetzt so rangehe, oder auf was, vielleicht hast du denn einfach mal einen Tipp, auf was muss ich denn überhaupt achten? Du sagst, das sind so Sachen, geh doch mal ein bisschen ins Eingemachte. Worauf, also ich bin jetzt sehr unbedarft, also wie gesagt, das ist so oder so, ich bin sehr blauäugig in solchen, gerade in Vertragsdingen bin ich bestimmt naiv. Wir können ja gerade mal hier teasern auch, wir beide waren, was diesen Podcast betrifft, sehr blauäugig. Sehr blauäugig. Ja. Da hätten wir nicht mal gebraucht damals schon, Astrid. Ich hoffe, da ist nicht allzu viel schiefgegangen, aber das ist toll, das ist eine schöne, auch das, danke für die gute Frage, die kann man auch tatsächlich, glaube ich, ganz gut beantworten. Also ehrlich gesagt, es ist ein bisschen wie bei einem Arzt, positiv, ne? Man würde erstmal fragen, wer bist du? Also wenn sich jetzt jemand Neues bei mir meldet, fragt, bin ich wirklich ganz oft so, kannst du mir deinen Namen nochmal sagen, damit ich mir den aufschreiben kann aus Interesse, dass ich schauen kann, wer bist du? Würde natürlich mittlerweile die Socials anschauen, um ein Gefühl zu bekommen, wer das eigentlich ist. Ja, und dann geht es tatsächlich ans Eingemachte, fragen, weswegen meldest du dich? Und was ich gelernt habe, auch wenn ich natürlich jetzt dank des Podcasts sehr viel rede, ich höre gerne zu. Ich versuche auch zuzuhören, rauszufinden, was jemand will und dann natürlich so langsam mir dann Stift und Zettel schreibt ein bisschen mit, um zu gucken, was will der eigentlich oder was will die Jungs eigentlich. Und ganz oft ist es so, dass es gar nicht so ganz klar ist. Oft ist es so, die startet, dass jemand ein Vertragsangebot bekommt. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt wirklich mal Real Talk. Ich habe ein Angebot bekommen von, ich sage jetzt mal, Warner Chappell Verlagsvertrag. Ich habe sowas noch nie gesehen. Habe auch noch nie mit einem Anwalt gehabt. Das ist so die typische Mail, die kommt. Ich habe deinen ihren Namen, ich werde natürlich immer gesiezt, immer. Ich schreibe ihn sofort zurück. Lieber, ich bin auf jeden Fall älter, das weiß ich jetzt schon. Darf ich dich duzen? Lass uns gerne telefonieren. Wenn du schon einen Vertragsentwurf hast, schick ihn mir doch gerne. Und dann telefonieren wir. Und dann, da reden wir meistens gar nicht so sehr über den Vertrag. Dazu sage ich euch aber gleich was. Ich versuche dann rauszuhören, was es eigentlich ist. Und wenn wir jetzt, also worum geht es um die Urheberrechte, geht es um die Leistungsschutzrechte, das ist diese Unterteilung, ne? Also Komposition, GEMA, Verlag oder Tonträger, Vertrieb, Schallplattenfirma sind die Leistungsschutzrechte. Diese Unterscheidung, übrigens, auch das, auf deine Frage, Timo, sollte der Mandant dann irgendwann begreifen, weil das ist ein Riesenunterschied. Macht mir auch was mit einem. Wovon lebe ich? Wo kommt das Geld her? Bin ich Mitglied der GEMA? Bin ich bei der GVL für meine Aufnahmen? Diese Unterscheidung, das frage ich sozusagen immer auch mit ab. Warum? Weil das natürlich wichtig ist bei der Beantwortung aller Fragen. Ist das denjenigen, mit dem ich rede? Klar, ich habe manchmal Mandanten, da reden wir, dann würde ich sagen, seit 2-3 Wochen, dann stelle ich fest, denen ist der Unterschied zwischen GEMA und GVL gar nicht klar. GEMA ist wirklich Aufführung, Sendung von euren Kompositionen im Fernsehen, im Radio und Live-Konzerte. GVL ist nur, wenn eine Schallplattenaufnahme, Tonaufnahme im Radio gespielt wird, weil, und dafür gibt es dann Geld, das ist die sogenannte Zweitauswertung. Diese Unterscheidung ist ja nicht einfach, woher soll man das auch wissen? Aber das wären so typische Dinge, das muss man manchmal, das kann man nie voraussetzen, das darf ich auch nicht. Ich muss eigentlich immer schauen, dass ich diese Dinge mit den Leuten bespreche. Und wenn ich dann einfache Tipps, so nach dem Motto, so eine Art Lifehacks, die man mitgeben kann, dann würde ich sagen, du unterschreibst nichts, was du nicht verstehst. Ist so einfach, das gilt bitte jetzt auch für euch beide. Ihr unterschreibt bitte nie was ihr nicht versteht. Und glaubt nie an den Satz, das ist Standard, das unterschreiben alle. Nein. Niemals unterschreibt das jeder. Ich verspreche euch, das stimmt nicht. Das ist gar nicht gelogen, sondern das ist einfach nur eine Ausflucht, weil der auf der anderen Seite ganz häufig euch, also die Gegenseite, euch gar nicht erklären kann, was da steht. Was ihr nicht versteht, ist die Konsequenz daraus. Das fragt ihr. Und das dürft ihr. Keiner hält euch für doof. Ich habe gerade einen Vertrag mit einer großen Firma verhandelt, wo eine ganz tolle Anwältin auf der Gegenseite, die sagt, ganz ehrlich, Asterix, wir beide schreiben hier quasi gerade Rechtsgeschichte. Das, was du fragst, macht total Sinn. Das, was ich geschrieben habe, habe ich auch vorher noch nie geschrieben. Wir müssen uns aneinander annähern und rausfinden, ob das funktioniert. Und wir werden vielleicht in einem Jahr erst wissen, ob das, was wir jetzt hier besprochen haben, in der Praxis überhaupt umsetzbar ist. Wenn ich das schon sage,
dann muss es doch für jeden Künstler auch gelten, dass der fragen kann. Der kann doch auch alles fragen. Es ist nie peinlich. Es gibt diese, das sind jetzt so Kalendersprüche. Es gibt keine dummen Fragen. Die gibt es wirklich nicht. Und wenn jemand den Unterschied zwischen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht nicht weiß, obwohl er ein fantastischer Saxophonist ist, dann ist das halt so. Überhaupt nicht schlimm. Also, nichts unterschreiben, was man nicht kennt. Immer fragen und niemals sich unter Druck setzen lassen. Ich glaube, es gibt keine Branche, vielleicht noch im Autoverkauf, die gesagt hat, ja, das muss bis Freitag unterschrieben werden. Ich glaube, das ist der häufigste Satz, den ich kenne. Es ist, muss heute noch fertig werden. Warum? Also, nennt es Coolness, nennt es einfach Abgehangenheit. Als ich ein bisschen jünger war, wäre ich vielleicht anders damit umgegangen. Dieses Leute unter Druck setzen mit Abschlussfristen führt, ist es, kennt ihr, verstanden? Das ist im Grunde genommen sind das Tricks, wie man Leute unter Druck setzt, irgendwas zu unterschreiben und es nicht richtig zu hinterfragen. Da können wir die Schleife wieder zum Anfang machen und sagen, ich habe es gar nicht verstanden, warum soll ich es denn heute unterschreiben? Ich habe schon Fälle gehabt, wo die zwar tatsächlich, ihr hattet vorhin internationale Verträge genannt, ich glaube, es war mit einer englischen Plattenfirma, die gesagt hat, wenn das bis 18 Uhr nicht unterschrieben ist, dann, ich weiß gar nicht, was dann passiert wäre. Wir haben es nicht um 18 Uhr unterschrieben. Warum nicht? Weil weder stand da die Adresse richtig drin, noch war die, das nennt man für Lateiner die Essentialia Negotii. Da waren also gar nicht alle wesentlichen Punkte drin. Hätten wir den unterschrieben, der wäre gar nicht umsetzbar gewesen. Nonsens. Gleichwohl, das muss jetzt auch entschieden werden. Das ist einfach, das sind so Dinge, da kann man auch helfen als jemand, der das ein bisschen erfahren ist, dass man sagt, ruhig, worum geht's euch? Was wollt ihr denn eigentlich? Ihr wollt doch zusammen Musik auswerten. Und das wollt ihr über viele Jahre, wenn alles gut läuft, mit ein Jahr und Optionen und Verlängerung. Ob wir das heute unterschreiben oder in 3 Tagen, wird wahrscheinlich gar keine Rolle spielen. Ich verstehe aber, dass wir uns einig werden wollen. Können wir doch auch per Mail machen. Also auch das wären so typische und, glaube ich, sehr praktische Tipps und Tricks. Und vielleicht noch einen praktischen Tipp. Das wird vielleicht euch auch schon mal passiert sein, dass ihr dachtet, oh, wir haben am Telefon was besprochen. Ein Konzert, das wird dann abgesagt. Und es gibt die Gage nicht. Oh Gott, kein Beweis. Was ist denn? Und da war keiner im Raum. Immer schlau, wenn ihr Sachen habt, wo ihr ein gutes Gefühl habt, dass man das später noch braucht, schickt ihr eine Mail hinterher. Wirklich sozusagen der Vertrag des kleinen Mannes oder der kleinen Frau ist eine Mail hinterher schicken und sagen, hey, vielen Dank für das tolle Gespräch. Halt doch mal kurz für unsere Unterlagen fest, was wir gerade besprochen haben, was wir als nächste Schritte machen. Ist für alle gut. Gerade in einer Welt, wo vieles so unverbindlich ist, wird das immer helfen. Das ersetzt natürlich nicht den vollkommen schriftlichen Vertrag, aber wir Juristen wissen, und ein mündlicher Vertrag ist ein Vertrag, wenn sich 2 Parteien eigentlich einig sind, mag das helfen. Und wenn es nur den Beweis gibt, Entschuldigung, auch das wieder eine ganze Menge Dinge auf einmal, aber vielleicht ganz hilfreich. Nein, unheimlich wichtig, weil ich glaube, ich gehe auch viel zu blauäugig dran. Und das, was du gerade gesagt hast, dieser Punkt, das muss aber heute musst du. Und ja. Das sitzt natürlich, also als jungen Künstler, selbst mich als, bevor ihr wieder was sagt, als älteren, also doch derbe. Das also ist die jüngste Podcast-Gruppe, in der ich jemals war. Ja, Boygroup. Also, genau. So. Nee, also ich denke mal wirklich, also auch damit kriegst du mich eigentlich, weil dann werde ich natürlich, geht die jetzt eine, oder das nur zu überlegen, ich kann jetzt nur für mich reden, wo ich dann denke, boah, wenn ich jetzt nicht unterschreibe, verliere ich vielleicht ganz viel. Also ganz viel in dem Sinne, ist der Vertrag weg, ist der Auftritt weg, das gilt ja auch. Du hast einen Auftritt, du kriegst die Summe, musst aber jetzt zusagen, sonst geht nicht mehr. Du kannst doch nicht mal mehr überlegen, wo du dann denkst, was mache ich denn jetzt? Oder ist das überhaupt richtig? Oder also gerade, ist das richtig oder falsch? Aber das sind so Sachen, also was du gerade, da kriegst du mich wirklich, weil ich werde dann am Überlegen, boah, wenn ich jetzt nicht Ja sage, dann ist das weg. Also ganz ehrlich. Probiert es aus, vielleicht auch, weil es in der Praxis häufig vorkommt, der Druck, den ein Künstler, ich habe manchmal so Leute, die kommen und sagen, Astrid, ja, kannst du bitte den Vertrag durchgucken? Ich habe gehört, du kannst das. Sag ich, natürlich kann ich das. Aber mach nicht so viel, dass die dann sauer sind und den Vertrag nicht abschließen. Sag ich, dann vielleicht bin ich der falsche Anwalt für dich. Ich mache das so wie ein Arzt. Ich kann dich da auch nicht nur ein bisschen durchgucken und dir helfen, sondern wenn, mache ich dich gesund, wenn ich denn kann. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass jemand, nur weil wir professionell arbeiten, das verspreche ich dir hiermit, das ist auch so, durch mich ist noch nie was nicht zustande gekommen. Also ihr müsst euch so vorstellen, ich kriege einen Vertragsentwurf, ein Word-Dokument und ändere ein bisschen, mache ein paar Vorschläge. Das sieht immer ein bisschen schlimm aus, weil ich natürlich überall was finde. Das ist mein Beruf. Auf der Gegenseite sitzen aber dieselben Leute auch. Ich war das ja selber. Ich war das doch selber. Ich habe mich auch früher darüber aufgeregt und gesagt, wieso fragt er so viel? Dann würde ich sagen, naja, hat er ja recht. Dann war ich auch, ich habe selber früher die Verträge gemacht, die ich heute auseinandernehme und umgekehrt. Und auseinandernehmen meine ich gar nicht negativ. Wir gucken sie durch, passen sie individuell an. Habt keine Angst davor, Sachen zu fragen.
das zeigt doch, dass ihr diejenigen seid, worüber reden wir bei Musikvermarktung? Wir reden von Authentizität. Wir reden von jemandem, der Fragen stellt, der was zu sagen hat. Und jemand, der nur sagt, ah, egal, ich unterschreibe das jetzt einfach, scheißegal, lieben Plattenfirma, ole, ole, der ist wahrscheinlich viel schneller weg als jemand, der sagt, ah, Moment, wie wollen wir es vermarkten? Ich habe da noch mal eine Frage. Man muss ja nicht nerven. Es geht ja auch nicht darum, dass man deswegen jetzt immer alles in Frage stellt und jedes Komma hinterfragt, um Gottes Willen. Aber man sollte doch zumindest mitdenken, was man da tut. Und gerade denkt an Texte, wie wichtig die sind. Jemand, der sich Gedanken macht über seine Texte, wird auch am Ende so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was er in so einem Vertrag drin stehen haben will. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, also keine Angst davor, wirklich nicht. Die brauchen euch mehr. Die da, ich bin ja selber auch Plattenfirma einmal, wir brauchen die Kreativen ja mehr als umgekehrt. Ein toller Manager kann nichts machen. Wie managt der denn? Eine tolle Plattenfirma, die keine Rechte hat, kann nichts auswerten. Ohne die Kreativen geht da gar nichts. Ist so. Ist einfach, das ist Naturwissenschaft. Mega. Jetzt hast du, Astrid, sehr viel darüber gesprochen, wer so zu dir kommt und was man in so einem Vertrag drinstehen haben könnte, also worauf man achten muss, vielleicht auch ein bisschen. Aber mal jetzt mal auch Butter bei die Fische. Was sind denn die größten Fehler, die junge Künstlerinnen und Künstler einfach machen, weil sie vielleicht zu unbedarft sind oder es nicht besser wissen, zu unerfahren und so weiter und so fort? Gibt mehrere Punkte, da würden wir wahrscheinlich noch mal ganz kurz in so einen Vertrag reinschauen müssen. Was ist denn in so einem Vertrag, jetzt rede ich, da gibt es tatsächlich Parallelen zwischen der urheberrechtlichen und der leistungsschutzrechtlichen Seite, also ein Schallplattenvertrag, nehmen wir den Bandübernahmevertrag, ich glaube, der ist ziemlich anschaulich, also man liefert ein fertiges Band an, stellt euch vor, ihr bekommt den und lest ihn nicht wirklich durch, wisst eigentlich nicht genau, was drinsteht, sagt, Hauptsache mit einer großen Firma unterschreiben, das wird schon alles super sein, die haben damals schon die Beatles gemacht und die Red Hot Chili Peppers, ich weiß, dass es nicht dieselben Firmen sind, aber wenn es denn so wäre, die werden das schon richtig machen. Ich weiß dann eigentlich gar nicht, was da drin steht, was mich erwartet, was ich tun muss. Das muss ich alles verstehen. Einer meiner Sätze ist, bitte versteht, was ihr da unterschreibt. Ihr müsst ja nicht jedes Wort verstehen. Dafür sind Leute wie ich und Manager da, dass sie damit, also habt ein Gefühl dafür, was da drin steht. Und der Fehler könnte sein, dass man die Rechte, darum geht es, geht immer, in jedem dieser Verträge geht es ganz einfach um Rechte und Geld. Dafür, dass ich jemandem Rechte gebe, bekomme ich Geld. Jetzt stellen wir uns vor, ich gebe sehr viel Rechte, bekomme sehr wenig Geld. Viel zu wenig Geld, zum Beispiel. So einen Fehler wird man nicht begehen, aber ich bekomme nur einmal Geld. Ich bekomme 100 Euro oder gar kein Geld dafür, dass ich eine Platte, ein Bandfertiges abliefere und kriege eine mikroskopische Umsatzbeteiligung. Gebe aber die Rechte für immer, das ist die gesetzliche Schutzfrist, wie nennt man das, das wären 70 Jahre nach Erscheinen der Platte weg, verdiene nichts dran. Ist das gut? Nein. Oder ich gebe die Platte jemandem, der sie gar nicht veröffentlicht. Es gibt keine Veröffentlichungsverpflichtung in dem Vertrag. Was steht denn drin? Gib mir die Bänder. Ich packe die ins Regal, jetzt mal bildlich gesprochen, und dann gucken wir mal, dann schauen wir mal, ach, die Algorithmen haben gesagt, diese Art Musik hier, so Trommelsongs, will keiner mehr hören, lassen wir liegen. Aber die gehören uns ja für 70 Jahre, dann behalten wir sie. Solche Dinge würde man versuchen zu vermeiden. Dann gibt es vielleicht Kosten. Dirk, Timo, wir müssen ein Studio buchen. Das kostet uns pro Song 2000 Euro. Wir brauchen das Geld vorher, um die Produktion zu machen. Wir haben aber geregelt, dass wir das Geld vielleicht erst hinterher bekommen oder auch nur insgesamt 500 Euro. Was auch immer wir da regeln. Das heißt, diese ganzen Details, also im Grunde genommen, da ist dann Menschenverstand eigentlich angesagt. Sag mal, kann ich das eigentlich umsetzen? Was heißt das eigentlich? Und dann, nächster Punkt, tatsächlich für viele Leute nicht ganz klar, es gibt einen Unterschied zwischen der Vertragsdauer und der Auswertungsdauer. Vertragsdauer ist die Zeit in einem Bandübernahmevertrag, in der ich exklusiv, ganz wichtiges Wort, an die Schallplattenfirma gebunden bin. In der Zeit darf ich für niemanden anderen aufnehmen. Nicht unter meinem Namen, aber auch nicht unter einem anderen Namen, wenn es ganz extrem ist. Wenn dieser Vertrag jetzt ewig dauern würde, dürfte ich nie wieder was anderes machen. Stell dir vor, Dirk, toller Schlagzeuger, ist aber auch der Sänger der Band, dürfte nirgendwo mehr Schlagzeug spielen in anderen Bands. In der Zeit, kriegt aber 100 Euro, blödes Beispiel, und ist gebunden und ist vielleicht über 4 oder 5 Jahre mit erfolglosen Platten, ist bei Dirk unvorstellbar, aber wenn es so wäre, dann würde man eben auf zu dem Ergebnis kommen, dass er wie so eine Art Berufsverbot gar nichts auf die Reihe kriegen würde. All diese Dinge sind auch schon passiert. Es gibt da bekannte Fälle, vertragsrechtliche Streitigkeiten, wo jemand an eine Plattenfirma, ein Ausnahmefall, der Vertrag ist am Ende auch sittenwidrig gewesen, quasi ausgeliefert war und nicht mehr machen konnte, was er wollte. Den Vertrag konnte er dann aufgrund von Sittenwidrigkeit kündigen. Das war Xavier Naidoo, ist jetzt kein Geheimnis. Denen ist das passiert, es war ein ziemlich langer Rechtsstreit. Und solche Sachen können passieren. Das wären jetzt ganz große Fehler. Auf der anderen Seite gute und auch Entwarnung.
Schallplattenfirmen wissen all das und sorgen dafür, dass ihr eine vernünftige Vergütung bekommt, sorgen dafür, dass man einer Firma nicht mehr ausgeliefert ist, weil der Vertrag ja dann sittenwidrig und in der Konsequenz nichtig wäre. Der wäre, als wäre er nie abgeschlossen worden. Das wollen die alles vermeiden. Das heißt, die wissen natürlich auch, was bisher passiert ist und achten sehr darauf, ich auch, wenn ich solche Verträge erstelle, dass die fair sind, dass diese Dinge eben alle nicht passieren. Aber klar, ich muss immer schauen, was gebe ich und was bekomme ich dafür. Ein schöner Fehler oder nicht ein schöner Fehler, ein Fehler wäre zum Beispiel zu unterschätzen, was die Nebenrechte sind. Das ist für euch beide, ihr beide seid natürlich auch aktive Musiker von großer Bedeutung. Jede Schallplattenfirma, die heute jemanden per Bandübernahme oder Künstlervertrag unter Vertrag nimmt, möchte an den sogenannten Nebenrechten beteiligt sein. Nebenrechte, Hauptrechte, wo ist der Unterschied? Hauptrecht, wenn man so will, sind die Leistungsschutzrechte, ich will die Tonaufnahme auswerten. Nebenrechte wäre live, Merchandising, vielleicht sogar die Verlagsrechte. Daran möchte eine Schallplattenfirma auch beteiligt sein. Da wird man sagen, Live-Rechte an meinen Gagen? Ja. Eine Schallplattenfirma sagt, na ja, wenn ich so viel Geld ausgebe, einen Vorschuss, die Produktion bezahle, Videos, dein Name wird erst groß durch unsere Arbeit und du verdienst das meiste Geld vielleicht sogar erstmal auf der Bühne, weil die Leute das gar nicht viel streamen. Ja, aber deine Konzerte sind voll. Dann hätte ich gerne einen Euro pro verkauften Ticket. 2 Euro pro Ticket. Von deinen Festivalgagen hätte ich gerne 20% vor Abzug aller Kosten. Riesenunterschied, ob ich vor Abzug aller Kosten oder nach Abzug aller Kosten jemandem 10% oder 20% gebe. Das sind so die Sachen, die kommen eigentlich erst am Ende des Vertrages. Deswegen gibt es vielleicht einen, das habe ich mit einer Anwaltskollegin mal durchgesprochen, so für uns Anwältin finde ich eine lustige Idee, den Vertrag mal von hinten nach vorne zu lesen, wenn man sein Leben ein bisschen anders gestalten will. Es ist irre, die kompliziertesten Sachen stehen oft am Ende. Laufzeit und sowas wie Nebenrecht und so Kleinigkeiten. Amerikanische und englische Verträge zum Beispiel haben den Charme, dass ganz viel definiert ist. Die definieren bestimmte Regelungen durch Worte. Also a record sind 10 Songs oder Deutsch sprechen 10 oder 12 Songs. Und das macht natürlich einen Unterschied. Das liest man aber dann vielleicht schon gar nicht mehr, weil man seit 10 Stunden den amerikanischen Vertrag durchliest. Die Geheimnisse sind dann quasi in der Definitionswüste, wo man dann vielleicht sagt, wenn ich das mal vorlese, das ist mir gar nicht richtig aufgefallen. Da stehen dann zum Teil Sachen drin, ich will dir das gar nicht unterstellen, das ist immer ein anderes Konzept. Deswegen, man kann ruhig auch mal von hinten reinschauen. Also das wären so typische Fehler, man übersieht Dinge. Und ich hatte vorhin schon mal was, da würde ich nochmal sagen. Jemand sagt euch, das kann man nicht ändern. Das ist ja Standard. Es gibt eine schöne Geschichte, die einem anderen passiert ist. Ich hatte den Begriff schon 2-3 Mal jetzt verwendet, die gesetzliche Schutzfrist. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, im Urheberrecht ist das 70 Jahre nach dem Tod des Autoren. Und im Leistungsschutzrecht 70 Jahre nach Erscheinen. So lange sind die Rechte geschützt, danach wird es Public Domain, kann es jeder nutzen. Ich hatte einen jungen Mandanten, der einen Autorenexklusivvertrag bezogen auf seine Werke abschließen sollte. Und da hat der Verlag gesagt, ja, die Auswertungsdauer ist die gesetzliche Schutzfrist, 70 Jahre nach seinem Tod. Und dann habe ich denen gesagt, du, das ist sehr lang. Die meisten Leute, kleiner Spaß, erleben das natürlich nicht, weil es ja 70 Jahre danach ist. Lass doch mal kürzer machen. 10 Jahre, 20 Jahre, gar nicht nach dem Tod, sondern natürlich zu Lebzeiten, spricht nichts dagegen. Das darf mal. Hat der Verlag sich dem Mandanten gesagt, nee, du musst deinen Anwalt wechseln. Der hat gar keine Ahnung vom Geschäft. Das ist ja die gesetzliche Schutzfrist, die kann man ja nicht ändern. Da habe ich nur gedacht, naja, ich glaube, du bist vielleicht bei einem sehr ulkigen Verlag gelandet. Der gesetzliche Schutzfrist ist die maximale Schutzfrist. Aber natürlich kann ich sie verkürzen. Du musst ja das nicht machen. Du kannst es so kurz machen, wie du willst. Und das ist auch durchaus bei vielen Verlagen üblich. Aber solche Sachen, da kann man, und ich kenne mehrere, wie das passiert ist, die mit diesem schlechten Trick, ich will gar nicht sagen, dass es jemand boshaft gemacht hat. Der Verlag wusste es nicht besser. Die dachten, das kann man ja gar nicht ändern. Aber natürlich. Ne? Also vielleicht das so als große Fehler, die man machen kann. Ja. Also man kann eigentlich mal kurz festhalten. Wichtig ist, verstehen, was da steht. Den gesunden Menschenverstand einsetzen und nicht unter Druck setzen lassen. Absolut. Und dann kann eigentlich nichts schiefgehen und die eigene Rolle niemals unterschätzen. Nie. Bitte, ganz wichtig. Nie unterschätzen. Ihr seid die Leute, also wenn jemand mit euch zu tun haben will, dann wird es einen Grund haben. Und der Grund wird durch den Vertrag, je nachdem wie er gestaltet wird, auch nicht besser oder schlechter. Deswegen nie Angst davor. Das ist wirklich nur ein Stück Papier oder meinetwegen mittlerweile eine Datei, die das Ganze fixiert. Und ihr nähert euch an und ihr findet einen Weg. Also ich finde immer einen Weg. Das geht. Lass uns noch mal eine Brücke schlagen in die Vergangenheit zu heute. Weil du hast ja eben auch über, klar, es muss ja alles vergütet werden. Wie hat sich denn das jetzt vielleicht noch mal ganz kurz entwickelt? Und wie sieht es überhaupt heute mit der Vergütung aus? Das heißt,
könnten Dirk und ich jetzt, oder wir drei, wenn wir jetzt das neue Duo 3 Trommelgewitter-Trio machen, könnten wir damit auskommen. Und wenn wir einen, sagen wir mal, einen Nummer-1-Hit landen würden in Deutschland, könnten wir damit jetzt erstmal gut auskommen und uns eine Finca auf Mallorca leisten. Oder ja, wie kann man da, auch da gibt es natürlich auch nichts Allgemeines zu sagen, weil jeder Vertrag auch anders ist, du hast es ja schon angesprochen. Aber Vergütung damals zu heute, vielleicht mal ganz profan. Das ist, ja, ganz profan. Es gibt eine Formel, mit der man heute operiert, das ist circa 1 Million. Wir reden nur von Streams, ne? Downloads spielen keine Rolle mehr und auch die physischen Verkäufe spielen keine Rolle mehr. Da gibt es aber eine Besonderheit, warum die physischen Verkäufe so toll waren, erzähle ich auch gleich. Aber die Formel, mit der wir heute operieren, um es sich ganz einfach zu machen, ist 1 Million Streams sind etwa 3.000 Euro. 1 Million Streams sind 3.000 Euro für alle Beteiligten auf der Masterseite. Also, wenn wir ein Self-Contained Artist sind, der sich vertreibt und sich einen Vertriebspartner dazu holt, gehen 20% von den 3.000 Euro an den Vertrieb, der dafür sorgt, dass bei Spotify, Amazon und so weiter hochgeladen wird und idealerweise vielleicht in ein, zwei Playlists auftaucht. Mehr tun die dafür nicht. Von dem Rest, ich bin super in Mathe, von denen ist nach Abzug von 20% übrig bleibt. Das müssen 2.400 Euro sein, ne? Von den 2,4, was übrig bleibt, das wäre euers, wenn wir uns selber auswählen müssen. Dafür müssten wir aber alles bezahlen. Marketing, Promo, Videos, Promoter, Buchen und so weiter. In der alten Welt wäre es vielleicht so gewesen, dass wir eine Bandübernahme gehabt hätten und die Zahlen sind heute in etwa ähnlich, dann hätten wir von den 3.000 Euro 20% bekommen oder würden heute in der Streaming-Welt 20% bekommen. Das sind 600 Euro. Ja, ist dann nicht so spektakulär. Ich hoffe, ich verrechne mich gerade nicht. Doch, müsste stimmen, ne? Das sind 600 Euro. Ich bin hier ohne Taschenrechner. Ne? Für die Leute, die uns nur hören, sonst hätte ich es natürlich vorbereitet. Ich habe ständig einen Taschenrechner am Mann aus diesen Gründen. Genau. Das heißt, das wäre das Geld, was ich bekomme. Das muss ich dann gegen einen, in der Regel kriege ich einen Vorschuss auf die zu erwartenden Einnahmen. Das muss ich dagegen verrechnen. Vielleicht bekomme ich für ein Album 30.000, 40.000 Euro bei einer großen Firma, bei einer kleinen Independent-Firma vielleicht gar nicht als Vorschuss. Dann kriege ich nur diese Einnahmen. Das heißt, auch da ist alles hochvariabel. Das wäre so die heutige Zeit, in der wir reden. Und diese Vorschüsse, wenn das jemand jetzt genauer wissen wollen würde, für eine Single kann es durchaus mal sein, für einen Track, der jetzt heute in einer großen Firma hochgeladen wird, mögen es vielleicht 5, 6, 7, 8.000 Euro sein, die man als Vorauszahlung auf diese zu erwartenden Streaming-Einnahmen bekommt. Alles andere würde dann die Firma bezahlen. Zum Teil sind Videos und Kosten dafür verrechenbar gegen meine Lizenzbeteiligung. Und eine gute Lizenz in der Bandübernahme in meiner Welt sind um die 30%. Das ist das, was bei uns dreien reinkäme. Jeder von uns würde 10% von den Einnahmen bekommen. Ob das bei den Zahlen, die wir gerade haben, ne, 1 Million Streams sind 3.000 Euro, jeder von uns würde 200 Euro, müssen wir ein paar Millionen hinlegen. Schaut euch dann mal Spotify an, was bei deutscher Musik, ihr könnt euch die Charts angucken, was da realistisch wirklich viel ist für einen deutschsprachigen Act. Wir haben ja auch nur in Anführungszeichen 80 Millionen oder 90 Millionen bummelig Leute, die deutsche Sprache hier sprechen, Österreich, Schweiz noch dazu. Irgendwo ist da auch eine natürliche Grenze erreicht, wenn es um deutschsprachige Musik geht. Was völlig anderes ist, ist englischsprachige Musik weltweit. Klar, da gibt es auch Milliarden Streams. Ne? Reden wir über ganz andere Zahlen. Was war früher? Ich habe gesagt, was war früher? Früher gab es noch was ganz anderes. Da war eine Platte viel teurer. Eine Vinyl oder eine CD hat dann im Laden 16, 18, früher noch ein Mark, aber ich sehe einen Euro, kostet 16, 18 Euro. Die Schallplattenfirma kriegt vom Mediamarkt, dafür machen wir es uns einfach, 10 Euro. Von den 10 Euro, das sind nämlich alle Songs, das ist der Unterschied. Da ist dann nicht nur der eine Track, ich habe ja eben gesprochen von einer Aufnahme, die das einspielt, da habt ihr gleich das ganze Album auf einmal verkauft. Da habt ihr sozusagen auch die B-Seiten und auch die nicht so geilen Tracks wurden ja auch alle vergütet. Die wurden übrigens auch auf GEMA-Seite vergütet. Das heißt, man hat im Grunde genommen den einen Hit, deswegen die Leute die Platte gekauft haben, vielleicht noch die zweite Single und der Rest, der wurde mitverkauft. Toll, wir lieben alle Alben. Ich will das nicht verteufeln, macht aber einen riesen Unterschied. Heute wird selektiv gehört. Wenn wir jetzt einen Hit haben, hören den vielleicht alle. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 hört keiner mehr. Hätten wir jetzt ein Album, wären wir noch in der guten alten Zeit, dann würde man das Album natürlich verkaufen und würde sehr viel mehr verdienen. Ne? Ihr könnt es hochrechnen. Dann wäre alles mal 10, was ich gerade gesagt habe, um es einfach zu machen. Macht einen riesen Unterschied. Also die Finca, je nachdem, wie groß unsere Füße sind und unsere Anspruch, vielleicht eine kleine Finca. Aber es geht. Alle meine Mandanten leben vom Musik machen. Alle. Ich habe niemanden, der nicht vom Musik machen lebt.
Das ist schon mal eine positive Message für da draußen. Nur positive Message. Wenn hier eine negative war, mich sofort anrufen und beschweren. Auf keinen Fall. Ich habe noch mal eine sehr spezielle Frage zu Begriffen, die, glaube ich, auch verwirrend sein können. Und zwar ist es der Unterschied zwischen Urheberrecht und Nutzungsrecht. Oder Leistungsrecht meinst du, ne? Nee, ich meine wirklich die beiden. Das ist okay. Wir können Leistungsrecht vielleicht noch mit dazu nehmen, wenn es zusammenhängt. Aber ich glaube, Urheberrecht und Nutzungsrecht hängt ziemlich eng miteinander, ist miteinander sehr verwoben, gerade in so Musikverträgen. Ich ahne, worauf du hinaus willst und versuchst zu beantworten. Wenn es dir danach nicht klarer ist, dann machen wir das nochmal. Also, okay. Es gibt im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier mich hinsetze und versuche, ich habe hier ein Gasschauer, ist nicht zu laut. Es ist nicht besonders doll. Es könnte aber sein, wenn ich das noch ein bisschen ausführlicher machen würde, noch auf andere Sachen draufklopfen würde, hätte ich gegebenenfalls schon ein Urheberrecht geschaffen, eine persönliche geistige Schöpfung, eine Komposition. Ich habe jetzt hier nichts anderes mit denen, ist mir noch besser gelingt. Aber das könnte dann ein Urheberrecht sein. An diesem Urheberrecht kann ich jemand anderem ein, Timo, Nutzungsrecht einräumen. Und zwar ein Nutzungsrecht, und jetzt wird es noch komplexer, das ist aber wirklich Jura am Hochreck. Ich kann ein Nutzungsrecht an einem der Verwertungsrechte einräumen. Zum Beispiel das Recht, das Urheberrecht zu vervielfältigen, aufzuführen, zu senden. Das sind alles die sogenannten Verwertungsrechte. Und daran räume ich jemand ein Nutzungsrecht ein. Und jetzt gibt's, und Dirk hat zu Recht, um die Verwirrung komplett zu machen, sofort aufzulösen, falls Juristen zuhören und sagen, hat er gar keine Ahnung. Doch hat er. Das andere Recht ist, das, was ich hier gemacht habe, nehme das auf. Und das ist ein, wenn es ein geschütztes Werk wäre und nehme das jetzt auf in GarageBand und veröffentliche das, dann habe ich ein Leistungsschutzrecht daran als sogenannter ausübender Künstler, weil ich spiele es ja. Plus, weil ich den Tonträger herstelle, ein zweites Leistungsschutzrecht als sogenannter Tonträgerhersteller. Ich könnte dann auch, Dirk wird sofort sagen, das Band könnte ich dann ja an Schallplattenfirma XY lizenzieren, ein Nutzungsrecht einräumen. Lizenzieren ist nichts anderes als ein Wort für Nutzungsrechte einräumen. Zum Beispiel zur Vervielfältigung, öffentlichen zugänglich machen. Das sind die Verwertungsrechte und daran räume ich Nutzungsrechte ein. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft. Ich glaube schon. Das heißt, du bleibst der Urheber und kannst einzelne Lizenzen vergeben, für die du dann allerdings natürlich nichts mehr vergütet bekommst, weil du das abgetreten hast an eine dritte Person. Oh, sehr gut, dass du das fragst. Wir unterscheiden zwischen exklusiv und non-exklusiv. Ausschließlich, nicht ausschließlich. Gebe ich Dirk das Recht exklusiv an dieser Aufnahme oder wegen dem Werk, dann ist Dirk sozusagen, dann ist er der Einzige, der damit was machen kann. Gebe ich es ihm aber nur non-exklusiv, nicht ausschließlich, könnte ich es dir, lieber Timo, auch noch geben. Dann hättet ihr das beide. Ob das eine gute Idee ist, ist bei einer Tonaufnahme macht es wenig Sinn, aber ihr habt einen Fall, den ihr beide oder wir drei auf jeden Fall kennt, Compilations. Ich habe eine Tonaufnahme und gebe für die Bravo-Hits und für die Mallorca-Hits und jede Plattenfirma hat so ihre Compilations, da gebe ich meine Aufnahme. Als Sony gibt es an die Konkurrenten für deren Compilations. Non-exklusiv. Ich behalte die Rechte und gebe sie an andere weiter. Non-exklusiv. Oder Musik in einem Film. Ich habe den Song von mir, wird der Abspann-Song im neuesten Film von Till Schweiger, Tom Schilling, was auch immer. Und am Ende wird der einmal genutzt. Dann gehört denen der Song nicht, die Aufnahme nicht, das Werk nicht. Ich muss übrigens auch beide Rechte dann lizenzieren, das Urheberrecht und das Leistungsschutzrecht, Nutzungsrechte einräumen. Und so steht das dann da auch. In den Verträgen steht dann auch. Hiermit räumt uns der Lizenzgeber, uns als Lizenznehmer, Filmfirma, die urheberrechtlichen Nutzungsrechte, Verwertungsrechte. Das wird alles übrigens nie so präzise gemacht, wie du es gerade fragst, Timo. Da sind wir Juristen dann nicht so genau. Da steht dann meistens nur drin, du räumst uns die Rechte non-exklusiv für Zeitraum XY weltweit ein, insbesondere zur Vervielfältigung, Sendung, Aufführung, Kinorecht und so weiter ein. Also die werden dann schon benannt. Wenn man jetzt juristisch noch mehr einsteigt, gibt da eine Tendenz oder gibt eine Theorie dazu. Alles, was man nicht einräumt, die Rechte nicht überträgt und einräumt, da gibt es noch eine kleine Unterscheidung, das bleibt beim Urheber. Das ist toll, das nennt man die Zweckübertragungstheorie. Der Urheber ist, das will der Gesetzgeber so, immer geschützt. Das heißt, die Rechte, die nicht in einem Vertrag drinstehen, verbleiben in der Regel beim Urheber. Das heißt, ihr habt auch das große Glück, dass, deswegen sind die Verträge oft so lang, wenn es diesen Rechtekatalog gibt, deswegen fragst du es vielleicht auch, Timo, die sind oft sehr lang. Woran liegt das? Weil die Lizenznehmer, die Filmfirma, Angst hat, dass sie irgendein Recht übersieht und dieses Recht würde, wenn es nicht geregelt ist, im Zweifel beim Lizenzgeber, dem Urheber oder dem Leistungsschutzrechteinhaber verbleiben.
Wahnsinn. Also das ist schon Examensstoff hier, ne? Also das, was ihr jetzt hier drauf habt, da könnt ihr. Der Kopf gewinnen. Glüht auch. Also der Kopf, es raucht und glüht aus allen Kanälen hier. Wir haben eben, das habt ihr nicht gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, beschlossen, dass wir mit dem Asterix eine zweite Episode machen im Schlagabtausch, weil wir haben jetzt sehr viel über Medienrecht, Vertragsrecht und auch ein bisschen über Urheberrecht jetzt gesprochen und was alles so da mit noch anfällt. Wir wollten mit dem Asterix auch sehr, sehr gerne noch über Social Media sprechen, über Trump-Cover, über YouTube und so weiter. Und das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen, liebe Hörer und Hörer, wir werden eine zweite Folge mit dem Asterix machen, hat auch schon netterweise zugesagt. Und wir werden auch nicht allzu lange darauf warten lassen. Wir sollten es direkt relativ schnell im Anschluss an diese Episode machen. Aber ich habe noch eine Spezialfrage an den Asterix und die lautet, wenn du Gesetzgeber wärst, was oder wo siehst du den größten Bedarf an Reformen, besonders die von Vorteil für Musikerinnen und Musiker wären? Interessant, da gibt es tatsächlich immer wieder auch Bewegungen. Das hat immer mit der Vergütung zu tun. Das große Problem, ihr habt ja gerade auch nach Zahlen gefragt. Ich habe euch erzählt, die 1 Million Streams auf der leistungsschutzrechtlichen Ebene sind circa 3.000 Euro. Auf der urheberrechtlichen Seite, ich bin jetzt der Komponist der gleichen Aufnahme, ich allein habe das geschrieben, es gibt keinen Verlag, keinen Beteiligten, dann bekomme ich so um die 300 bis 400 Euro von der, in diesem Fall ist die GEMA, die Verwertungsgesellschaft, die Urheberrechte wahrnimmt. Dieses, man nennt das Value Gap, also als Begriff. Der Unterschied der Wertigkeit zwischen der Komposition und der Aufnahme, den finde ich tatsächlich und finden viele schwierig. Warum kriegt der Urheber so wenig? Das hat was damit zu tun, früher bei den Schallplatten, ne, die kostet 10 Euro, also das hat Mediamarkt gezahlt und die GEMA-Gebühr ist ungefähr 10% vom Verkaufspreis. Das heißt, es gab ungefähr 1 Euro GEMA-Einnahmen pro Platte. Das heißt, die ganzen B, C, D, E-Titel pro Seite 1 und Seite 2 bei der CD auf die Länge, die wurden auch alle immer schön vergütet bei der GEMA. Oder auch weil über die GEMA. Und das gibt es eben jetzt auch alles nicht mehr, weil heute selektiv gehört wird, ist sozusagen der Unterschied für den Urheber spürbar. Selbst wenn man also sehr, 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 hätte die mich vorhin gefragt mit der Finca, dann hätte ich gesagt, ja, solange ihr die Leistungsschutzrechte habt, das ist ja noch deutlich realistischer. Auf der urheberrechtlichen Seite ist es deutlich schwieriger. Man muss viel, 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 viel mehr streamen. Und in der Regel schreibt man auch oft nicht allein, sondern hat 2 oder 3 Mitautoren, die teilen sich das, die sind dann noch verlegt. Das heißt, die Einnahmen werden geteilt. Deswegen auf dem Sektor wird man, ob das jetzt eine gesetzgeberische Frage ist, das ist nicht per se gesetzlich, sondern das sind natürlich Dinge, die jetzt der Markt regelt. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch aufpassen, wo man das jetzt gerade sagt. Aber das wäre etwas, da gibt es Tendenzen und da gibt es natürlich auch Lobbyarbeit auf Seiten der Urheber. Das wäre etwas, was mir am Herzen läge, dass dieses Value Gap, dass das ein bisschen in Einklang gebracht wird. Ansonsten finde ich das Urheberrecht spektakulär gut tatsächlich. Funktioniert. Das geht ja, top. Ich habe noch eine Frage, bevor wir vielleicht wahrscheinlich zum Ende kommen müssen, so langsam. Schade. Deshalb gibt es jetzt Folge 2 und ich finde schon mal ganz, ganz klasse, dass du dich bereit erklärst. So, was immer mal wieder aufkommt, die Frage ist, kann ich mir so einen Rechtsbeistand für Musik überhaupt leisten? Weil es kommt ganz viel, ich habe eine Schülerin von mir, deren Sohn ist im Hip-Hop-Bereich, der hat jetzt auch einen Vertrag gemacht und da kommt dann immer wieder die Frage, wie teuer ist denn sowas? Ich weiß nicht, ob du da überhaupt drüber reden kannst, aber es wird von ganz vielen, die sagen, nee, oder da kommt dann häufig, was ich auch hörte von anderen Menschen, ey, Anwalt, nee, vergiss es, den kann ich mir eh nicht leisten, der ist viel zu teuer. Und um da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, dass es vielleicht doch gar nicht so teuer ist oder wie kann man sich das vorstellen? Klar, wenn ich einen Autounfall habe und ich habe eine Versicherung, ich habe einen Rechtsanwalt, da kann ich das ein bisschen einschätzen. Aber wenn du magst, fände ich es toll und ich glaube, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach um ein bisschen mal überhaupt eine Erfahrung zu haben, wie sieht denn das aus, wenn ich dich oder überhaupt einen Rechtsbeistand für Musik... Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Frage. Klar, wenn es ums Geld geht, es geht ja in der Musik sowieso um Rechte und um Geld, deswegen ist es den meisten, die das kennen, ist es total klar, warum, weil die üblicherweise oft schon jemanden haben, der sie managt. Ein Manager bekommt üblicherweise eine Umsatzbeteiligung an allem, was der Künstler dann treibt. Meistens sind es 20%. In den USA ist es so, ich kann mal erzählen, wie das da ist, da bekommt der Anwalt, der dort eine deutlich wichtigere Rolle spielt, als wir es hier kennen, bekommt üblicherweise eine Umsatzbeteiligung ebenfalls, weil er
Das ist in Amerika aber auch traditionell anders gewachsen. Dort würde der Anwalt losgehen, die Schallplattenfirmen kontakten, sagen, ich habe hier Künstler XY, ich habe hier dieses tolle Trommelgewitter und wir würden gerne, und hier ist die Nummer, wollt ihr die hören? Ich würde das dann verhandeln. Ich bekomme dann typischerweise 4-5% von den Einnahmen aus den Verträgen, die nicht ich, sondern ein amerikanischer Anwalt. Ich habe solche Verträge eben auch schon gesehen für Deutsche, die einen amerikanischen Anwalt beauftragen. Sieht aus wie so ein Managementvertrag. Hier in Deutschland ist es in der Regel, gibt's auch, aber nicht ganz so, das ist jetzt nicht so die Regel, das mag es in Einzelfällen geben, kommt auch auf den Arbeitsauftrag. Die typisch für mich, ich werde nach Stunden bezahlt, bin da allerdings immer sehr großzügig. Das heißt, ich sitze da jetzt nicht mit der Eieruhr. Wenn wir jetzt über das Wetter reden oder über irgendwelche Inverted Paradiddle, dann würde ich das nicht in Rechnung stellen wollen, sondern würde sagen, naja, wir gucken mal, vorher kann ich auch immer ein Estimate abgeben, was das ungefähr ist. Ich habe ja ein Gefühl dafür. Ich weiß, dass eine Bandübernahme, die ich mit Sony oder so verhandle, dass die einem Wert von Zeit entspricht XY. Also ich meine Stunden, ich kann Ihnen sagen, weil ich den immer schon habe, wer mich kennt, der ist 250 Euro plus Mehrwertsteuer schon lange vor allen und nach allen Preisanpassungen. Aber es ist nicht so, dass man dann mit der Eieruhr da sitzt, Unternehmen sitzt, sondern man sagt dann vorher, ich gehe davon aus, dass es bei diesem Preis in etwa, sagen wir, einem Autoren-Exklusivvertrag vielleicht 4 Stunden entspricht. Wenn es mehr werden sollte, sprechen wir rechtzeitig drüber. Aber ich kann ja sagen, oder ich sehe ja auch was, also ich jetzt spreche jetzt über mich, ich sehe ja, was auch an Geld drin ist. Ich kann ja nicht jemanden, der, ich bin so, wenn ich sehe, dass jemand 500 Euro Vorauszahlung bekommt und irgendwie die nächsten 3 Jahre sich das kaum leisten kann, werde ich nicht sagen, ich setze da 6 Stunden an, würde zusehen, dass der sich das Geld durch Gitarre spielen am hackischen Markt verdienen muss. Man schaut dann schon, aber so funktioniert es und deine Frage ist ja berechtigt. Das muss man vorher, finde ich, einmal ansprechen. Ich sage das auch immer, hey, wenn ihr jetzt kein Geld habt, ich helfe euch lieber jetzt vorher, kommt nicht hinterher. Auch das vielleicht noch ein Tipp aus der Praxis. Kommt bitte nicht hinterher und sagt, ich habe alles schon selber fallen will, juhu, um Geld zu sparen. Dann beauftragt mich lieber, also da bin ich gerne bereit, viel später mein Geld zu bekommen, und helfe euch lieber aus 1.000 Euro 10.000 zum, klingt jetzt wirklich so, als könnte ich zaubern, ne? Aber zumindest, dass man diese Fehler nicht macht. Das finde ich viel spannender. Das macht mir meinen Beruf auch viel schöner, als rumzunerven, nachdem alles besprochen ist. Und ich dann in der letzten Minute um die Ecke komme und für einmal 250 Euro über einen Vertrag gucke, wo ich nichts mehr gestalten kann, wo ich aber sagen muss und die Hände über den Kopf zusammenschlage, warum bist du nicht vorher gekommen? Ist zu spät. Also deswegen, ich würde immer dafür werben, lieber einmal sprechen. Das Sprechen kostet bei mir immer nichts. Ich spreche erstmal mit jemandem, ob wir uns überhaupt leiden können, ob ich dir überhaupt helfen kann. Dann gibt's noch was Drittes. Der klassische Weg ist Streitwert. Das ist das, was du kennst vom Auto. Also der Streitwert eines Vertrages ist vielleicht 20.000 Euro. Dann gibt's eine Gebührentabelle. Das liegt übrigens immer ziemlich genau. Ne, das kann man auch machen. Das machen die wenigsten Anwälte, weil manchmal ist der Streitwert nicht da. Man streitet sich nicht. Da gibt's den Geldwert noch nicht. Und deswegen wird in der Regel nach Stunden abgerechnet. Aber manchmal ist das so, dass es auch schon Verträge, da ist dann irgendwie der Streitwert 500.000 Euro. Dann kann man auch in eine Tabelle gucken und dann sind es 3.000-4.000 Euro. Das deckt sich aber übrigens fast immer auch mit dem Aufwand, den man in so einen Vertrag reinsteckt. Und man kann alles besprechen. Also, wenn man netter Kerl ist, findet man immer einen Weg. Prima. Ganz, ganz toll. Also, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Also, mir raucht der Kopf, aber ich muss wirklich sagen, Asterix, du hast das alles super toll erklärt, ohne viel Jurasprech und Paragraphenreiterei, wo man ja als Außenstehender, wenn man nicht Jurist ist, immer so ein bisschen Angst hat, oh mein Gott, viele Sachen verstehe ich doch nicht, wenn ich eine Waschmaschine kaufe. Und jetzt geht's hier um Lizenzrecht, Nutzungsrecht, Urheberrecht und so weiter. Es ist ein sehr komplexes Thema, was du uns wirklich sehr, sehr einfach anhand von sehr guten Beispielen näher gebracht hast. Also ganz, ganz großes Lob an dich. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich mega auf die zweite Episode mit dir, wo wir eben eher in die Ecke Social Media, YouTube so ein bisschen eintauchen werden. Also großartig, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt auch vielleicht noch Fragen habt an den Asterix, auch vielleicht zu dem, was heute gesagt wurde, weil er kommt ja ein zweites Mal. Ihr habt jetzt die Chance, hier mitzuwirken, eure Fragen vielleicht auch mal zu schicken, vielleicht nochmal was nachzuhaken. Schickt uns also eure Fragen an schlagabtauschpodcast@gmail.com oder wenn ihr schon mal jetzt Fragen habt, was mit YouTube oder Social Media zu tun habt, auch die Fragen jetzt schon mal schicken. Wir haben jetzt noch keinen Termin festgelegt, wann wir uns das nächste Mal unterhalten, aber es wird nicht allzu lange dauern, das möchten wir auf keinen Fall, nämlich wir wollen jetzt relativ schnell hieran anschließen. Also schreibt uns eure Fragen an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und ich bin mir sicher, auch darauf wird der Asterix dann eine sehr einfache, aber fundierte Antwort kennen und wissen.
Ich werde mir alle Mühe geben. Ich finde, Jura muss Spaß machen. Deswegen habe ich das ja gemacht. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Also merkt ihr aber auch die Leidenschaft für das, führt das genau, Ganze absolut. An. Also wie wir alle, wir drei, ja auch fürs Schlagzeug brennen, so brennst du mindestens auch für Jura und das Ganze, was damit zusammenhängt. Toll. Passt auch total gut zusammen. Jura und Schlagzeugspielen passt total gut, weil es sehr strukturiert ist. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die wissen, wie viele Takte sind, bis das Gitarren-Solo kommt und so. Ich glaube, das ist bei Jura auch so. Es gibt ein System dahinter. Spaß, das zu durchblicken. Deswegen, ich glaube, Schlagzeug spielen, Jura passt sehr gut. Es gibt sehr viele gute Juristen, die Schlagzeuger sind. Oh, das ist, ist wirklich so. Auffällig. Asterix, ich freue mich mega auf die Fortsetzung auf Teil 2. Bedanke mich unheimlich für dieses tolle, informative Gespräch und ich würde einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Asterix. Danke. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis dann. Eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gehört, es gibt schon ganz in Kürze Teil 2, was ein Typ, was ein Wissen, also stay tuned. Wir müssen leider auch dazu sagen, wir haben euch so sehr aufgefordert, dass ihr bitte Fragen schickt und so weiter und so fort. Nur unser Problem ist jetzt im Nachhinein aufgefallen. Ach, wir haben ja gar keine Zeit. Wir nehmen ja schon wieder auf, bevor dieser Podcast hier rausgekommen ist. Also, wenn wir dazu aufgerufen haben, stellt gerne eure Fragen, aber sie werden nicht im nächsten Interview berücksichtigt werden können. Aber vielleicht gibt es ja eine Folge 3 mit dem Asterix, wo wir vielleicht speziell auf eure Fragen nochmal eingehen werden. Ich denke, der Asterix hat voll Bock darauf. Der Dirk war äußerst fleißig und hat Gearchecks en masse produziert. Und wir beginnen mal mit einer Snare Drum, die der Dirk auch schon in einem Ticker vorgestellt hat und die quasi auch große Wellen geschlagen hat und auf sehr großes Interesse gestoßen ist. Und das ist die Snare Drum von Drum Legacy. Und das Coole, der Dirk checkt nicht einfach nur die Snare, nein, er hat sogar den Trommelbauer persönlich zum Interview oder zu einem kurzen Talk gebeten. Und ich bin ganz gespannt, was wir uns da jetzt anhören dürfen. Ja, lieber Timo, der Tim hat sich Zeit genommen dafür und ganz wichtig, das ist ein Video-Interview, was ich auch auf unserer Gearcheck-Seite komplett hochposten soll. Ihr hört hier im Ticker nur eine kurze Anspielung der Snare-Drum, die Specs und den Tim lasse ich nur kurz zu Wort kommen. Wer das ganze Interview live praktisch am Bildschirm miterleben will, ich habe es als Video aufgezeichnet, wie unseren Ticker. Der kann das auf unserer Gearcheck-Seite, Schlagabtausch oder bei unseren Kanälen einfach mal reinhören. So, und jetzt ab zum Test. Heute geht es um den Test der lang erwarteten Drum Legacy Snare Drum. Die habe ich ja schon im Ticker vor kurzem vorgestellt. Und das ist eine ganz besondere Snare Drum, denn die wurde von Tim Lehnert, der quasi Inhaber der Firma Drum Legacy ist, hergestellt, gebaut oder besser gesagt umgerüstet. Denn dieses Snare Drum war eigentlich mal ein 14 Zoll großes Concert Tom von der Firma Pearl und zwar mit einem Phenolic-Kessel. Ich habe im Anschluss des Videos, der Tim Lehnert hat sich die Zeit genommen und wir haben ein sehr ausführliches Interview geführt über seine Leidenschaft für Pearl Drums. Dieses Snare Drum ist eigentlich ein Concert Tom nicht aus Holz, sondern aus einem Phenolic-Kessel und hat insgesamt 10 Stimmschrauben. Der Snare Drum Teppich besitzt 42 Spiralen. Hat eine ganz schöne Folie, einerseits dieses, was so ein bisschen aussieht für mich wie ein Airbrush-Finish und dann dieses Abalone, die Folie nochmal, was das quasi wie so ein Sandwich da drin einpackt. Ganz hervorragend. Und das Besondere ist, die Snare Drum ist ausgestattet mit den Heritage-Fällen der Firma Adoro Drums. Und die möchte ich kurz nochmal erklären. Denn hier ist das sogenannte 14 Zoll Heritage PDX Snare Drum Fell drauf. Es hat einen Power Dot für mehr Stabilität und für mehr Punch, besonders für die Snare Drum. Dann seht ihr hier noch diese kleinen Dämpfungsstreifen. Das heißt, ihr braucht eigentlich gar nicht mehr dämpfen. Die verleihen der Snare Drum auch nochmal wirklich einen fokussierten, kontrollierten Sound. Und der Power Dot nochmal Punch und Langlebigkeit.
Und wie das Ganze klingt, das hören wir jetzt einfach mal im Soundtest. Ich werde die Snare-Drum zunächst in einer tiefen Stimmung spielen und arbeite mich dann nach oben vor. Werde immer mal wieder den Snare-Drum-Teppich abspannen, anspannen. Dann weiß man ja von mir, ich liebe Rimshots. Das heißt, ich werde die Snare-Drum mit Rimshots, aber auch ohne spielen, sodass ihr wirklich einen Vergleich dazu habt. So, jetzt aber genug geredet. Mit Rimshot. Nun hört ihr die Snare in einer mittleren bis hohen Stimmung. So, und jetzt kommen die Songs oder kurze Songs, wo ihr die Snare nochmal im Einsatz mit Musik hört. Fangen wir erstmal vorne an. Moin, ich bin erstmal der Tim. Ich bin der, sag mal, der einzige Mitarbeiter von Legacy Drums. Ich baue da unter meiner eigenen Marke mehr oder weniger meine Snare Drums und restauriere auch viel und baue auch eigene Schlagzeuge. Wie kam das? Das kam eigentlich von der Musik her. Also ich bin damals losgegangen mit 13, 14 und habe mich mal umgehört, was gibt's für gute Musik, und bin dann tatsächlich hängen geblieben in den 70er Jahren. Es hat damals bei mir, ich sag immer leider bei mir alles angefangen mit Kiss. Ja, geil. Kiss kennt man natürlich, die Make-up-Leute, ne? Ja. Und gerade halt auch Peter Criss. Also bei mir hat's eher angefangen mit Peter Criss, mit seinen riesengroßen Schlagzeug. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe in einem Video, das war der Wahnsinn. Und das war so der Startschuss, wo ich dann gesagt habe, ja, in diese Musikrichtung wird es auf jeden Fall gehen. Und seitdem hat mich das Schlagzeug auch einfach nicht mehr losgelassen. Was ist das Besondere für dich denn an so einem Phenolic-Kessel, was ist das Besondere? Oder was ist das Besondere bei dir an, was hast du eben noch gedacht, dieses Fiberglas hätten da, dann ein, zwei Wood andere Fiberglass. Sachen. Wood-Fiberglas, genau. Was Wood ist denn das Besondere, oder vom Klangcharakter? Weil ist ja schon anders als Holz. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen was anderes. Phenolic ist halt für mich, finde ich, ein ideales Material, um wirklich auch Schlagzeugkessel zu bauen, die nachher auch einen super Sound haben. Ich sag mal, Fiberglas ist auch schön klanglich, aber es ist eher scharf. Es geht so Richtung in die Acrylschiene rein. Genau, also hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Genau, es ist so ein bisschen schärfer vom Sound. Und Phenolic ist da genau die andere Richtung. Also es klingt fett, es klingt warm, es ist, ich sag immer, wenn einer fragt, so, wo geht das denn soundtechnisch hin? Ich würde das, also wenn man eine Messing-Snare hat auf der einen Seite und eine Holz-Snare auf der anderen, würde ich Phenolic genau dazwischen setzen. Ah, okay, ja, interessant. Also ja. Es,
es ist nochmal sowas anderes. Dass man, also es schließt ein bisschen die Brücke. Und wie kann es anders sein? Der Dirk hat auch in seinem zweiten G-Check mit Snare Drums zu tun, beziehungsweise mit einer Snare Drum, denn er hat von Musik Wein das Snare Care Set. Und da bin ich auch sehr gespannt, erstmal welche Snare Drum der Dirk sich jetzt hier pimpt und wie das Ganze dann danach klingt. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ich nicht schlecht geschaut und gestaunt habe, als mir von Musik Wein eine Art Pizzaschachtel ins Haus geliefert wurde. In dieser Pizzaschachtel, also es sieht wirklich aus wie eine Pizzaschachtel, es ist glaube ich sogar eine auch, steht ganz groß drauf Snare Care. Was hat es denn damit auf sich? In dieser Pizzaschachtel ist nämlich alles enthalten, um seine Snare Drum general zu überholen und damit auf den neuesten Stand zu bringen. Es ist enthalten von der Firma Code Drumheads das Nico McBrain Boomer Signature Snare Drum Fell. Nico McBrain ist ja für seine Heavy Spielweise bekannt und es ist ein etwas dickeres Snare Fell und hat auf der Rückseite einen Donut, einen schwarzen Dot aufgeklebt. Dieser Dot sorgt natürlich für Langlebigkeit. Und die Dicke des Fells verträgt auch eine kernige Spielweise. Aber wie das bei den Cold Drumheads so ist, haben diese Drumheads trotzdem eine sehr helle und klare Ansprache. Dementsprechend ist auch das Cold Drumheads Resonanzfell dabei gelegt worden. Und zwar ist das Genetic 3. Ebenfalls in 14 Zoll, wird ja sonst keinen Sinn machen. Und auch dieses Snare-Fell oder besser gesagt dieses Resonanzfell, ich mag es, wenn es sehr, sehr hart angespannt ist. Das werdet ihr nachher noch hören. Ist super sensibel und garantiert eine ganz, ganz klasse Teppichansprache. Dann dabei, um das zu komplementieren, ist der Code Snare Drum Teppich. Ist ein 20-seitiger Spiralen-Snare Drum Teppich aus Edelstahl und mit der Einbettung aus Messing. Und damit bekommt die Snare einen warmen und zugleich brillanten Sound. So, jetzt geht's aber weiter. Die Snare-Fälle müssen ja gewechselt werden. Also hat man auch beigelegt von der Firma Snareweight einen Stimmschlüssel, einen Drumkey. Liegt super in der Hand und ist, ja, unerlässlich, um jede Trommel zu stimmen. Dann ist dabei, und das finde ich ziemlich clever, und zwar, man hat das ja früher so bei den Snares gehabt, da hat man immer so Metall-Unterlegschrauben bei den Spannschrauben gehabt. Und diese kann man jetzt gut austauschen gegen die Firma Dunbar Tension Rod Washer. Und diese sind unheimlich stimmstabil, da raschelt und da klappert nichts, also astrein die Dinger, kann ich nur empfehlen. Und um das ganze Snare-Paket zu komplementieren, hat man, wenn man das Snare-Fell, den Snare-Drum-Teppich, die Washers aufgezogen hat, auch noch die Möglichkeit, sein Snare-Fell, wenn man sagt, boah, die Snare ist mir zu offen, da möchte ich gern etwas dämpfen, hat man die R2 Moongill Dämpfer-Pads mit dabei gelegt. Und wie das Ganze jetzt klingt, das hört ihr in kleinen Soundbeispielen einmal. Und ganz wichtig, es geht jetzt nicht um die Snare Drum. Die Snare Drum hat Timo ja nachgefragt. Das ist eine Holz-Snare in der Staff-Fassbauweise und von der Firma SSD Drums. Darum geht es aber gar nicht, sondern es ist wirklich darum, wie gesagt, wie ich die Snare jetzt einfach mal aufgepimpt habe. Und ganz wichtig, zu diesem Beitrag, wie ich das Snare-Fell aufziehe, wie es klingt, etc., etc., schaut euch bitte das dementsprechende Gearcheck-Video auf unseren YouTube-Kanal an. So, jetzt aber mal kurz einmal die Snare Drum ohne Moongill, nachdem ich sie modifiziert habe. We'll be right back.
Und jetzt hört ihr die Snare Drum, wo ich die Obertöne mit dem Moongill Damper Pad, wie gesagt, eliminiert oder einfach leiser gemacht habe. Die unverbindliche Preisempfehlung des Snare Care Pakets liegt bei 79,99. Auschecken lohnt sich. Wer also jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk kurz entschlossen für sich oder für jemanden anderen sucht, vielleicht freut sich auch ein Gitarrist über ein Snare Care Paket, könnte ja möglich sein, der ist jetzt hier herzlich dazu eingeladen, sich sowas mal anzuschauen. Da sagst du was, Timo, vielleicht wollen die Gitarristen uns lieben Trommlern mal eine schöne Freude machen. Das wär's doch mal zu Weihnachten. Bäm. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin immer sehr froh und dankbar, oder Dirk und ich, wir sind sehr froh und dankbar, wenn wir von euch Feedback bekommen. Und wir haben diesmal wieder zwei Feedbacks, die wir hier gerne verlesen möchten. Und das erste ist etwas umfangreicher und wirklich, ich muss jetzt schon sagen, es ist ein sehr, sehr tolles Statement von dem Stefan. Der Stefan schreibt uns: Lieber Timo, lieber Dirk, ich möchte euch ein riesiges Lob aussprechen. Ich höre euren Podcast seit etwa 3 Monaten und habe schon viele Folgen nachgehört. Ich kann nur sagen, allergrößten Respekt. Es macht so viel Spaß und Freude, euch zuzuhören. Ich habe in den 80ern klassisches Schlagzeug studiert und hatte dann, weil ich nicht ins Orchester wollte, die Möglichkeit, beim Radio zu arbeiten. Ich begann in der Musikredaktion beim Süddeutschen Rundfunk ab 1998 SWR. Nebenbei habe ich weiterhin Gigs gespielt. Letztendlich musste ich mich entscheiden, Orchestermusiker, freier Schlagzeuger oder Redakteur. Nach längerem Hin und Her und aus verschiedenen persönlichen Gründen entschied ich mich für die Redaktion. Dennoch hatte ich das große Glück, als Schlagzeuger bei der SWR 1 Band zu spielen und mit vielen Künstlern zu trommeln. Maggie Reilly, Crystal Burke, Tony Hadley von Spandau Ballet, John Miles, Holly Johnston von Frankie Goes to Hollywood, Ian Pace, Gazebo, Sidney Youngblood, Ken Hensley von Uriah Heep und viele mehr. Müsst ihr aber absolut nicht erwähnen. Doch, machen wir. Wahnsinn. Ehre, wem Ehre gebührt, ja, oder? Absolut, mega. Der Stefan schreibt weiter: Jetzt bin ich ein sogenannter Rentner, aber immer noch aktiv und fast wöchentlich als Schlagzeuger unterwegs. Manchmal werde ich durch Situationen, die ihr beschreibt, an meine eigenen Erlebnisse erinnert oder freue mich über Kolleginnen und Kollegen, die ich persönlich kenne. Ein Beispiel ist die Geschichte mit We Will Rock You, bei der etwas schief geht. Mein Erlebnis dazu: Bei einem Auftritt in der Schleierhalle in Stuttgart mit 9000 Menschen begann die Show mit We Will Rock You. Geplant war, ich fange an zu spielen, der Gitarrist kommt mit einem Solo die große Showtreppe herunter und dieses Intro geht dann in den Song über. Alle Musiker sollten nach und nach auf die Bühne kommen und nach We Will Rock You sollte die komplette Band weiterspielen. Doch der Gitarrist kam einfach nicht. Auf der Bühne, am FOH und am Monitorplatz herrschte absolute Hektik. Stagehands und vereinzelte Musiker sprangen auf der riesengroßen Bühne umher und überprüften Amps, Kabel und Stecker. Währenddessen spielte ich immer wieder dum, dum, zack. Das Publikum hielt das gefühlt schon seit 10 Minuten aus. Schließlich hatte nach einer gefühlten Viertelstunde der zweite Gitarrist die Idee, das Effektboard des ersten Gitarristen nochmals zu überprüfen und fand heraus, dass das Volumenpedal auf lautlos stand. Irgendjemand muss versehentlich draufgetreten sein, während der arme Gitarrist oben an der Showtreppe spielte und nichts zu hören war. Mega, wie geil. Geil, oh Mann. Wo ich überlege, also wir haken mal kurz in die hier ein, es kommt noch, geht noch weiter. Mega. Ich spiele ja auch We Will Rock You immer sehr, sehr gerne mit meinen Kiddies und auch bei Schülerkonzerten. Ein sehr beliebter Song, wenn ich es überlege, dass 15 Minuten lang nur boom, boom, zack, boom, boom, zack. Kann auch eine Magie sein. Also es hat schon ein bisschen Trance-mäßiges, was Gebetsmühlenartiges auch. So, ne? Trance, ja. Trance-mäßig, geil. Sehr, sehr mega. Cool.
Der Stefan schreibt weiter. Eine weitere Anekdote fiel mir ein, als ich die Folge mit Holger Müller hörte. Er erzählte von Hermann Mutschler, einem großartigen Big Band Schlagzeuger, der in den 60ern im Erwin Lehn Tanzorchester, das war die SDR Big Band, spielte. Quincy Jones war als Gastmusiker dabei und war so beeindruckt von Hermann, dass er ihn unbedingt nach Amerika mitnehmen wollte. Zu der Zeit war das jedoch schwierig und Hermann entschied sich aus familiären Gründen dagegen. Ich hatte das Vergnügen, als Schlagzeugstudent bei Hermann Unterricht zu nehmen, da mich die Popular- und Jazzmusik immer mehr interessierte als die Klassik, die ich studierte. Hammer. Er schreibt weiter. Die letzte Anekdote betrifft die aktuelle 102. Folge, in der Charlie Watts zitiert wurde. Ich hatte das große Glück, beim SWR redaktionell unter anderem auch für Musikinterviews verantwortlich zu sein. Mein Kollege Günther Schneidewind führte ein Interview mit Pete York von der Spencer Davis Group und so weiter. Und Pete erzählte, wie er Charlie Watts in England traf. Charlie fragte ihn: Pete, was machst du momentan? Pete antwortete: Oh, ich spiele mit einem berühmten deutschen Komiker, sein Name Helge Schneider. Charlie erwiderte: Oh, okay, ich spiele schon mein ganzes Leben mit 3 Komikern. Oh, mega, wie geil. Klasse. Also Charlie Watts muss auch echt eine Schote gewesen sein. Also ich hätte ihn auch gerne persönlich kennengelernt. Ich glaube, ein ganz, ganz toller Mensch, Charlie Watts. Was man immer wieder von ihm liest, dieser Humor auch und seine Art, ganz cool. Also Stefan, mega. Super. Dann schreibt der Stefan uns noch: Abschließend möchte ich euch nochmals ganz herzlich für eure Arbeit danken und zu über 100 Folgen gratulieren. Es macht unendlich Spaß, euch zuzuhören. Deshalb meine Bitte an alle Podcast-Hörenden: Unterstützt den Podcast. Kauft die Bücher von Timo und Dirk, nehmt Unterricht bei den beiden, auch online, und besucht die Konzerte, bei denen sie spielen. Mega, danke schön. Abschließend noch eine Bitte: Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir die PDFs zuschicken könntet. Das machen wir natürlich. Ganz liebe Grüße, Stefan. Yo, das war mein Hörerfeedback, oder? Wahnsinn, mir fehlen die Worte. Stefan, wahnsinnig vielen lieben Dank. Das tut auch gut, weil manchmal raufen Timo und ich, wir beide raufen so auch manchmal ganz schön zusammen und dann haben wir hier was zu regeln und da, und von daher tut das echt gut. So ein Feedback. Ich kann nur einfach sagen, danke und bin geplättet und freue mich wahnsinnig drüber. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Musikredakteur dann uns so ein Lob zuzuspielen, das tut schon gut. Und ich hatte eben Angst, Dirk, dass du sagst, wir raufen uns die Haare zusammen, weil da wäre wirklich viel zu raufen gewesen. Ne? Also, lieber Stefan, ganz, ganz großen Dank. Du bekommst natürlich die PDFs zugeschickt. Er meint die PDFs vom Harry Schubauer, die wir natürlich, wenn ihr die Anfragen stellt, euch gerne auch per E-Mail zukommen lassen. Dann haben wir einen alten Bekannten noch mit einem Hörerfeedback, und das ist der Bernhard. Oh, okay. Ja, Dirk und ich, du weißt, das wird immer spannend. Wir sind ja auch Wortakrobaten. Oh. Und eingangs dieser Sendung hatte ich schon so meine Probleme. Und der Bernhard schreibt: Liebe Oberschlagabtäuscher, ihr habt tatsächlich berechtigterweise bei der die 101. selbst die Stirn gerunzelt. Sie wäre nämlich korrekterweise die 101. gewesen. Und was als nächstes kommt, ist die 103. Liebe Grüße, euer Bernhard. Ja, das geht an mich raus, glaube ich. Nein, trotzdem, nenne er uns Mike. Aber lieber Bernhard, echt vielen Dank. Ich stehe damit echt auf dem Kriegsfuß, ich muss es zugeben. Also manchmal fehlen mir die Worte. Und 101. und 103. vielen Dank. Ich werde das einstudieren. Heute ist es schon schief gegangen. Geil, genau. Es ist schon schief gegangen. Das heißt, ich hoffe auf die 104. und werde, ja, Lob hier, Verbesserung geloben. Bernhard, und, wie geil. Ich werde Zeit investieren. Geil. Vielen lieben Dank, Bernhard. Vielen lieben Dank, Stefan. Wenn ihr uns auch Feedbacks und Verbesserungen schreiben möchtet, dann bitte an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dankeschön. Macht das. Nach schon einer sehr umfangreichen Podcast-Folge kommen wir dennoch, wie üblich, und das wollen wir niemals auslassen, zu den Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und da ich schon so lustig dran bin, fange ich an mit einem Produkt, was ich mir vor kurzem zugelegt habe, und das ist ein Handystativ. Ein Handystativ von der Firma Benitri. Das ist
180 Zentimeter hoch. Und das war das, woraus mir ankam. Also es ist nicht so ein Tischgerät, sondern sagen, es ist ein echtes Stativ. Es ist aber auch, das ist auch das Coole, es ist sehr leicht zusammenzuklappen, also kompakt, wenn man es tragen möchte. Es ist nämlich so teleskopartig auszuziehen, wiegt auch nichts, ist ein Handyclip dran, wie man es halt kennt, da passt mein Handy easy rein. Man kann verschiedene Winkel auch einstellen bei diesem Handyclip, das heißt, man kann es quasi von oben wirklich drauf schauen lassen. Und wenn man sich zum Beispiel beim Schlagzeugspielen aufnimmt, kann man das in jede mögliche Höhe einstellen. Und das cool. war, sowas habe ich gesucht. Mega. Aber ist es auch stabil genug? Es ist stabil. Ich kretsch da mal rein. Wiegt ja schon, ne? Also ein Handy ist ja... Ja, aber ich würde es jetzt nicht auf einen Riser mitnehmen zum Beispiel okay. oder auf eine Bühne. Also für zu Hause, für den Hausgebrauch ist es absolut okay. Ansonsten weiß ich nicht. Also das würde ich jetzt, ich rate jetzt einfach ab. Aus rechtlichen Gründen, da haben wir drüber gesprochen. Ja. Keine Rechtsverbindlichkeit, Aussage hier. Nein. Ich benutze es, also ich stelle es einfach neben das Schlagzeug, nehme damit auf. Es gibt auch einen Fernauslöser, den benutze ich nicht. Brauche ich. Ich drücke einfach auf Record und gut ist. Ist aus Aluminium, wiegt deswegen auch nichts, wie schon gesagt, und kostet geschmeidige 19,99 Euro. Oh, das ist, ich hätte jetzt auf jeden Fall mit 49 oder sowas gerechnet. Nee, also es ist echt günstig. Und erfüllt vollkommen seinen Zweck. Ich bin damit äußerst zufrieden. Ein Handystativ, 180 Zentimeter hoch, von Dmitri. Dmitri, ja sorry. Ich weiß auch nicht, was sie sich bei diesen Namen ausdenken. Ey. Oh, wie geil. Sehr geil, sehr geil. Ich habe was ganz anderes. Ich war ja vor kurzem auf Tour. Da muss man ja auch viel mit anpassen. Das ist ja nicht wie... beim großen Festival, wo man Stagehand zu Mass hat und so. Und ich habe dann doch gemerkt, man muss ja viel anpacken helfen. Und die Finger bei mir, ich klemme mir die unheimlich gerne. Gerade so, wenn ich Rollcases tragen muss und etc. Und zwar bin ich in diese Kette Action reingegangen. Und Action ist ja eigentlich so ein günstig Discounter, sage ich mal. Und habe dort... Arbeitshandschuhe der Firma Werk, muss ich sagen, dass ich es richtig sage, der Marke Werkmann Arbeitshandschuhe geholt. Wie gesagt, die kosten 4,99 und die haben sogar, die sind so gummiert, sind wasserabweisend und haben oben noch so eine Art Polsterung, weil wenn du so Flight Cases hast, die sehr schwer sind oder dir die Finger klemmst, dann gibt's auch diese ganz dünnen, die finde ich zum Schlagzeug aufbauen zum Beispiel okay, aber da habe ich persönlich nicht so viel Grip mit, also für mich ist das nichts. Aber so Flight Cases, wenn es um größere Kisten zu tragen sind, kann ich die völlig empfehlen und für den Preis einfach ins Auto reinschmeißen. Und wenn man sie braucht, nimmt man sie da raus. Also die kann ich total empfehlen. 4,99 € ist keine Ausgabe und man quetscht sich keine Finger oder bei einigen Griffen irgendwie, da kommen, wie gesagt, ich klemme grundsätzlich die Finger dabei und wie gesagt, bei der Tour waren die echt Gold wert. Sehr gut. Wenn ich sie denn gefunden habe. Scheiße, wo sind die denn? Wo sind die denn? Und dann Brand, pack mit an. Ja, okay. Nein, aber... Also sie sind quasi noch neu und unbenutzt. Nein. Aber du weißt schon, wie ich es meine. Also eine absolute Empfehlung für den Preis. Einfach kaufen und ins Auto reinschmeißen. Ich finde es eine ganz interessante Idee. Also noch zwei Weihnachtsgeschenke. Wir haben dieses Jahr verzichtet, ja, unsere Weihnachtsgeschenksendung zu machen. Aber da haben wir noch zwei Sachen, die auch nicht zu teuer sind und die man sogar beim Wichteln nehmen könnte. Oh, zumindest die Arbeitshandschuhe. Wäre mein Wichtelgeschenk für einen Drummer. Das waren die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wir wissen's. Es passt nicht immer so mit dem Weg zur Arbeit und die Länge unseres Podcasts. Das ist heute auch wieder ähnlich, würde ich behaupten. Ja, recht lang. Ja, scheiße. Sorry dafür, aber es ist ja Jahresende und wir haben noch so viel zu sagen. Wir haben ja noch eine letzte Podcast-Folge dann dieses Jahr neben dem Ticker und das wird ja dann auch nochmal mit dem Asterix sein. Weiß nicht, ich verspreche jetzt nicht, dass wir uns kürzer halten, das schaffen wir sowieso nicht, auch wenn wir uns das mal vornehmen. Ich werde jetzt auch nicht mehr so lange reden, denn ich bin gleich der Nikolaus. Wir nehmen heute auf am 6. Dezember. Und ich bin gleich wirklich der Nikolaus in einem Kindergarten
Mega. Und mit so einem echten, also kein Weihnachtsmann, ganz wichtig, sondern Nikolaus mit so einem echten Bischofsgewand und einer echten Mitra und einem echten Bischofsstab und keine Ahnung, damit ich habe ja keinen echten Bart, ich kriege einen angeklebt noch und so weiter und so fort. Also es wird mega und vielleicht poste ich davon nochmal ein Bild dann unsere Gruppen rein. Mach mal. Denn das sieht schon sehr ehrwürdig aus. Das glaube ich. Da habe ich endlich mal bin ich ja respekteinflößend. Sehr geil. Klappt ja sonst nicht so. Dann hätte ich ja fast gedacht, könnte ich im Engelskostümchen daneben laufen. Ne? Oh Gott. Nein, das würde ich gerne sehen. Ja, das weiß ich. Ich habe keine. Liebe Hörer und Hörer, wenn ihr Dirk im Engelskostüm sehen möchtet, schreibt uns bitte eine E-Mail an Schlagabtausch-Podcast. Einfach nur mit dem Betreff Engelskostüm. Und wenn wir mehr als 20 zusammenbekommen, okay, gibt es den Dirk im Engelskostüm. Halt, dann machen wir aber alles so. Okay, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann machen wir die nächste Folge. Du musst die... Im Engelskostüm. Ich im Engelskostüm und die um Nikolaus und die machen wir als Video. Ach du Scheiße. Also dann... Ich habe nur ein Problem, das ist ja... Ja, aber da muss ich kurz einhaken, denn die Idee funktioniert nicht hundertprozentig, weil es ist ja nicht mein Kostüm, das sondern ist ganz extra ich habe bestellt. Ich habe bestimmt kein Engelskostüm zu Hause rumfliegen. Echt nein. Nicht? Nein. Da muss ich mir dann auch noch Gedanken zu... Also wir... Also wenn, dann... Okay, wir müssen es gerne machen. Okay. Oh, ich habe zu tief gestapelt. Na gut, wir müssen 20 zusammenbekommen. 20 bis Ende des Jahres. Ja. Also, wenn wir 20, oh mein Gott, 20 E-Mails mit dem Betreff Engelskostüm zusammenbekommen, dann sitzen Dirk im Engelskostüm und ich im der Nikolaus-Robe hier und es gibt einen Videopodcast. Ich glaube, jetzt haben wir uns echt selber ein Ei gelegt, glaube ich. Ja. Oh, scheiße. Das macht mich gerade auch nervös, ja, als ich zu trommeln. Ich habe gerade auch gedacht, scheiße. Okay. Wow. Super. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt uns keine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Genau. Halt, stopp hier mal. Wenn ihr Timo im Nikolauskostüm sehen möchtet und mich im Engelskostüm, dann ist 20 E-Mails, haben wir uns überlegt. Nein, das reicht nicht. Da muss schon ein bisschen mehr passieren. Also, wenn ihr unseren Schlagabtausch-YouTube-Kanal pusht, so dass wir mindestens auf 200 Mitglieder oder Followern kommen und bei Instagram ja die 400 erreichen, dann würden wir uns tatsächlich, ich mich in ein Engelskostümchen zwängen. Ich habe nämlich etwas zugelegt. Und der Timo in sein Nikolaus-Kostüm mit seiner Bischofsmütze. Also, ihr habt es jetzt in der Hand. Allen Bescheid sagen, Freunden, Schülern, Mutti, Oma, Opa, wem auch immer. Also, jetzt seid ihr gefragt. Gebt Gas. Wenn ihr aber was Wichtigeres habt, Feedback, Hörerkritiken oder unsere Wortakrobatik wieder etwas seltsam war, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. In dem Sinne wünsche ich euch eine tolle weitere Adventszeit, ein ganz tolles Weihnachtsfest, denn wir hören uns vorher nicht mehr. Habt eine besinnliche Zeit, kommt gut durch die Zeit, versucht zur Ruhe zu kommen, versucht nicht zu streiten, lasst euch das Essen schmecken, haut euch die Wampe voll, nicht zu viel Glühwein trinken. Und einfach mal über das Leben nachdenken und wie schön es doch eigentlich ist, vor allem wenn man Trommler ist. Und jetzt gebe ich, weil ich eigentlich schon alles gesagt habe, genau, das letzte Wort ab an den Dirk. Ja, ihr Lieben da draußen, wie Timo gerade schon gesagt hat, eigentlich hat er alle schon gesagt. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle, besinnliche Weihnachten oder eine tolle Weihnachtszeit. Passt auf euch auf, habt euch alle lieb. Es sind immer noch stürmische, manchmal auch schneeverwehte Zeiten da draußen. Also, alles Gute von eurem Podcast-Team, Dirk und Timo. Tschüss.